19 Uhr, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Georg Schütte, ich bin Generalsekretär, also Geschäftsführer der Volkswagen Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass in den postpandemischen Zeiten oder zumindest in einer kleinen Zwischenpause, die diese Pandemie uns gönnt, wir seit langem erstmals wieder hier in einem fast vollbesetzten Podium hier und in einer vollbesetzten Vortragshalle beieinander sind. Und das aus wichtigem Anlass. Die Volkswagen Stiftung, die mit Ihnen heute hier im Schloss zu Gast ist, die aber auch dieses Schloss ja mit erbaut hat, die Volkswagen Stiftung hat den Anspruch, Projekte zu fördern, die die Herausforderungen im besten Fall von übermorgen schon in den Blick nehmen. Das ist ein hehrer Anspruch. Einmal würde ich sagen, in der Vergangenheit ist es uns garantiert gelungen, wo wir auch gar nicht darüber diskutieren müssen. Und das war vor 50 Jahren, als die Volkswagen Stiftung damals eine Studie mit dem Titel Limits to Growth, Grenzen des Wachstums mitfinanziert hat. Und die erstmals versucht hat, wissenschaftlich fundiert darzulegen, dass die Menschheit spätestens, so die damalige Prognose, das Szenarium, spätestens im 21. Jahrhundert die planetaren Grenzen überschreiten würde, wenn sich die Entwicklung der Wirtschaft und der Konsumgesellschaft weiterhin so entwickeln würde, wie es damals absehbar war. Und ich glaube, und das zeigen die Debatten dieser Tage ja sehr deutlich, dass dieses Thema und die Fragestellung, die damals in die Öffentlichkeit kam, weit in die Öffentlichkeit hineingetragen wurde, dass sie relevanter ist denn je. Die Forschenden um Dennis Meadows hatten damals erstmals eine, wie es damals hieß, dynamische Systemtheorie aufgestellt. Und darauf basierend haben sie Szenarien durchgerechnet und 5 Tendenzen mit globaler Wirkung in den Blick genommen, nämlich Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Ausbeutung der Rohstoffreserven und die Zerstörung allgemein von Lebensraum. Das war damals wissenschaftliches Neuland. Und die Ergebnisse aber, das wurde deutlich, hatten große gesellschaftliche Durchschlagskraft. Vieles ist heute inzwischen in der Wissenschaft weiterentwickelt worden. Szenariotechnologien beispielsweise gehören zum Handwerk, werden aber auch immer differenzierter und werden als am Computer weiter durchzurechnende Modelle immer genauer und präziser. Aber leider, das müssen wir auch sagen, sind die Risiken, die damals formuliert wurden, bedrückender denn je. Und da trage ich Eulen nach Athen, wenn ich darüber rede, wie das Klima der Erde Jahr für Jahr Extremwetterereignisse hervorbringt, wie wir sie beispielsweise bei der Flutkatastrophe an der A erleben mussten. Und der Erdüberlastungstag, der jedes Jahr ja feststellt, zu welchem Zeitpunkt im Jahr wir die natürlichen Ressourcen der Erde für das Jahr aufgebraucht haben, lag dieses Jahr beim 4. Mai. Also schon in der ersten Jahreshälfte. Das heißt, mit jedem Tag in diesem Jahr leben wir über unsere Verhältnisse. Und das, was damals als Herausforderung insbesondere des globalen Nordens skizziert wurde, ist heute eine weltumspannende Thematik. Und gleichzeitig müssen wir sagen, die Ungleichverteilung von Chancen und Risiken auf diesem Globus besteht weiterhin. Und deswegen ist es ja nur angemessen, dass wir uns auch in der Debatte heute darum kümmern und damit beschäftigen, welche Lösungsansätze wir haben. Kleiner Werbeblock über die Volkswagen Stiftung. In unserer Fördertätigkeit haben wir einen großen Förderbereich, den wir gesellschaftliche Transformation nennen, wo wir in der Tat diese Themen aufgreifen und fragen wollen, welchen Beitrag kann Wissenschaft weiterhin leisten, um hier einerseits die Themen und die Problemlagen zu verstehen, aber andererseits dann auch zu erklären und tatsächlich Lösungsoptionen zu erarbeiten. Der heutige Abend reiht sich ein in eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die wir in der Volkswagen Stiftung zum Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr auf den Weg bringen. Nämlich neben 50 Jahren Limits to Growth feiern wir und freuen wir uns in der Volkswagen Stiftung, dass wir in diesem Jahr unser 60-jähriges Bestehen feiern. Und wir haben gedacht, was können wir Besseres tun, als auch dieses Jubiläum unter das Thema Nachhaltigkeit zu stellen. Aber für diejenigen von Ihnen, die aus Hannover kommen, wir wollen auch feiern am
1. Oktober in diesem Jahr wird es hier im Explanatorium und auf dem ganzen Gelände des Schlosses ein großes Wissenschaftsfest geben. Und ich lade Sie jetzt schon herzlich ein, auch im Oktober hoffentlich unter weiterhin sicheren Pandemiebedingungen wieder hier ins Schloss zu kommen, um zu feiern. Heute diskutieren wir Grenzen des Wachstums. Und ich freue mich sehr, dass wir den International Club of Rome und auch die deutsche Gesellschaft des Club of Rome gewinnen konnten für die Zusammenarbeit. Ein großes Dankeschön dafür. Ich freue mich, dass Wouter von Dieren vom International Club of Rome heute hier ist, der über alle Jahre und Jahrzehnte auch die Studie Limits to Growth immer wieder erklärt und in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich freue mich auch, dass Till Kellerhoff heute hier ist vom International Club of Rome. Till Kellerhoff war vor wenigen Tagen noch in Stockholm bei der großen Veranstaltung der schwedischen Regierung und der Vereinten Nationen, um die Folgen des Berichts zu den Grenzen des Wachstums im internationalen Kontext zu diskutieren. Also ein Dank auch an Sie, lieber Till Kellerhoff, dass Sie heute Abend hier ist. Ein Dank an die Kolleginnen bei mir im Haus, die die Veranstaltung mit auf den Weg gebracht haben, an Norte Wetzel, Sibylle Rahm, Frau Bertram, Katja Ebeling. Ein Dankeschön auch da für die Organisation. Ich freue mich auf den Abend und freue mich, dass Till Kellerhoff hier ist. Lieber Till Kellerhoff, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, lieber Herr Schütte, liebes Publikum, vielen Dank für die Organisation zu dieser Veranstaltung zum 50. Jubiläum der Grenzen des Wachstums. Grenzen des Wachstums wurden millionenfach verkauft, in über 30 Sprachen übersetzt und von Dennis Meadows, einem der Hauptautoren, zusammengefasst als: Millionen Menschen fanden die Aussage richtig, Millionen Menschen fanden sie falsch und ein paar wenige haben das Buch sogar gelesen. Die Grundaussage war eigentlich einleuchtend. Zitat: Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Quintessenz: unendliches materielles Wachstum auf einem begrenzten Planeten ist nicht möglich. Es ging also weder um die bald einsetzende Apokalypse, noch das Ende des Öls im Jahr 2000, noch um irgendwelche Voraussagen, wie es später oft behauptet wurde, und womit die Grenzen des Wachstums sicherlich zu den am häufigsten fehlinterpretierten Büchern des 20. Jahrhunderts gehören. Denn trotz einer enormen Aufmerksamkeit, die die Grenzen des Wachstums erhielten, verfing die Botschaft nicht, weshalb der Titel der Veranstaltung Prominent ignoriert ein passender Titel ist. Ein anderer passender Titel wäre gewesen Prominent missverstanden. Denn es gab sehr vielfältige Reaktionen auf das Buch. Es gab einige offensichtliche Verschwörungstheorien, es gab eine gewisse berechtigte Kritik, und es gab Nonsensaussagen wie die des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der sein Unverständnis der Studie gegenüber mit dem Satz Ausdruck verlieh: There are no great limits to growth, because there are no limits of human intelligence, imagination and wonder. Gerade solche Reaktionen, die die materiellen und atmosphärischen Grundlagen komplett ausblenden, die für diese Imagination and Wonder notwendig sind, zeigen aber auch, Wissen und Erkenntnis führen nicht automatisch zu Handeln. Als das Buch erschien, Anfang der 70er, fiel es in eine Zeit mit einem Fortschrittsgedanken, der eng mit dem Aufkommen der Idee eines grenzenlosen globalen Kapitalismus zusammenhing, mit rasanten technologischen Entwicklungen oder mit der Mondlandung, die gerade einmal 3 Jahre her war und symbolisch für das Überwinden jeglicher Grenze stand. Die Grenzen des Wachstums fielen damit nicht auf einen fruchtbaren Boden, der Änderungen in Gang setzte, sondern vor allem Abwehrreaktionen, und im Übrigen auch gestützt durch ein gewisses wirtschaftspolitisches Paradigma, was materiellen Zuwachs als gleichbedeutend mit Glück oder Wohlbefinden definierte, was nur begrenzt der Fall ist und weswegen sowas wie Bruttoinlandsprodukt natürlich auch ein mäßiger Wohlstandsindikator ist. 50 Jahre später, Herr Schütter hat darauf hingewiesen, ist es unbestreitbar, dass die Grundaussage der Grenzen des Wachstums korrekt war. Wir haben einige unserer planetaren Grenzen bereits überschritten. Wir bräuchten inzwischen 1,7 Erden, um die Ressourcenverbrauch auf der Erde nachhaltig zu erfüllen. Und natürlich viel mehr, wenn wir den Ressourcenverbrauch unserer reichen Industrieländer als Grundlage ansehen würden, die natürlich das eigentliche Problem sind, während die Konsequenzen unseres Handelns in den Ländern des globalen Südens als erstes und am rasantesten auftreten würden.
Neben diesen ökologischen Problemen sind wir mit sozialen Krisen konfrontiert. Und eine weitere wesentliche Aussage der Grenzen des Wachstums war, dass diese verschiedenen Krisen, von ökologischen, vom Klimawandel bis Biodiversität, von Ungleichheit bis Armutsbekämpfung, nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern miteinander im Verhältnis stehen und Teil eines gewissen sozial-ökologischen Systems sind, was zusammengedacht werden muss. Auch wenn wesentliche ökologische Trends heute viel dramatischer sind als vor 50 Jahren, ist der Diskurs ein anderer. Es gibt einerseits leicht größenwahnsinnige, libertäre Elektroautobauer, die mit dem Narrativ, dass Fortschritt wird uns schon retten, erstaunlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es gibt aber auch ein anderes Bewusstsein, durch jahrzehntelange Forschung, durch Bewegungen wie Fridays for Future, durch sichtbare Konsequenzen unseres Handelns auf der ganzen Welt und vielleicht auch ein bisschen durch die Grenzen des Wachstums. Und in dieses neue Bewusstsein hinein freue ich mich jetzt schon mal anzukündigen, dass wir im September einen neuen Bericht an den Club of Rome veröffentlichen werden. Basiert auf einem neuen systemdynamischen Modell, ist in Zusammenarbeit mit über 30 Ökonomen und Ökonomen auf der ganzen Welt geschrieben worden und wird praktische und konkrete Vorschläge bieten, wie Wohlergehen für alle innerhalb der planetaren Grenzen des Planeten möglich ist. Und mit diesem kleinen Teaser freue ich mich jetzt sehr auf die Diskussion zu dem Thema 50 Jahre Grenzen des Wachstums und heiße sehr herzlich willkommen unsere Referentinnen und Referenten auf dem Podium. Tanja Brumbauer von Next Economy Lab und Mitglied des Think Tank 30 des Club of Rome. Noura Hamouda, Mitglied des Jugendforums UPenn. Professor Dr. Mujib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Sowie Professor Dr. Harald Welzer, Norbert Elias Center for Transformation Design and Research der Europa-Universität Flensburg und Mitbegründer der Direktor der Stiftung Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit, heute digital zugeschaltet. Moderiert wird die Diskussion von Ulrike Heckmann von NDR Info, an die ich jetzt das Wort übergebe. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, während meine Gesprächspartner auf die Bühne kommen, ganz kurz an Sie, da wir ja die Diskussion mitschneiden und morgen auf NDR Info auch eine halbstündige Zusammenfassung senden. Wäre schön, wenn Sie einmal auf Ihr Handy gucken, Flugmodus oder ausgeschaltet, das sind die beiden Optionen. Vielen Dank dafür. Ja, ich sage es nochmal, kann man nicht oft genug, damit Sie auch die Gesichter entsprechend zu den Namen haben, so Sie das nicht im Falle von Herrn Welzer und Herrn Latif eh kennen, begrüßen Sie mit mir zum einen den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, den Meteorologen und Klimaforscher Professor Mujib Latif vom Geomar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Dann den Direktor der Stiftung Futur 2, Professor Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe und Transformationsforscher an der Universität Flensburg, außerdem Gastprofessor für Sozialpsychologie an der Universität St. Gallen, von wo aus er uns heute Abend zugeschaltet ist. Dann die Ökonomin Tanja Brumbauer, ganz außen vom Next Economy Lab, einem, wie sie selbst sagt, Think and Do Tank. Außerdem ist sie Mitglied im jungen Think Tank des Club of Rome, dem sogenannten Think Tank 30, also vertritt da gewissermaßen die nächste Generation. Und Generationswechsel sozusagen auch mit Noura Hamouda von der BUND Jugend Nordrhein-Westfalen. Bis vor kurzem war sie im Bundesvorstand von der BUND Jugend und sie war auch, obwohl das schon eine Weile her ist und sie sagt, dafür kann ich eigentlich gar nicht mehr sprechen, ich finde es trotzdem spannend, Mitglied im Jugendpanel zum Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, studiert jetzt in Witten-Herdecke Philosophie, Politik, Ökonomik, setzt damit sozusagen ihr Engagement auch im Studium fort. Ich bin, wie gesagt, Ulrike Heckmann, Redakteurin bei NDR Info. Und hoffe auf eine spannende Diskussion, die ich beginnen möchte, motivativ 50 Jahre nach der Veröffentlichung der legendären Studie. Wo stehen wir heute? Sie haben vor ein paar Monaten gesagt, ich werde langsam ungeduldiger. Na, langsam ist gut. Also ich bin schon ziemlich lange ungeduldig, denn ich beobachte ja auch schon seit Jahrzehnten, zwar noch nicht seit 50 Jahren, aber
seit 40 Jahren die Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, natürlich aus der Perspektive des Klimas und des Meeres in erster Linie. Und ich frage mich inzwischen tatsächlich, ob die Menschheit eigentlich lernfähig ist. Ich meine, Till Kellerhoff hat es gerade gesagt, dass alles Wesentliche, was der Club of Rome damals mit den Grenzen des Wachstums angestoßen hatte, ja auch im Prinzip eingetreten ist. Nun kann man immer über Details sprechen, ja, aber das ist, glaube ich, wenig zielführend. Also die Grundthesen waren richtig. Und ich muss sagen, beim Klima sieht man das eben ganz, ganz deutlich, zum Beispiel daran, dass, obwohl es das Pariser Klimaabkommen gibt, obwohl heute das EU-Parlament wieder getagt hat zum Programm Fit for 55, dass doch immer das Klima irgendwie auf der Strecke bleibt. Ja? Und man kann das daran festmachen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre immer weiter steigt. Ja? Es gibt zwar immer diese Symbole wie das Pariser Klimaabkommen, ja? Aber was passiert? Der Ausstoß von Treibhausgasen ist nicht gesunken, sondern er ist fleißig weitergegangen. Ja? Dann gab es Corona. Was ist passiert? Wollen nicht alles in der was ist passiert? Der Ausstoß ist runtergegangen. Ja. 2021, ein Jahr später, ist er wieder hochgegangen. Ja? Ja. Das heißt also, deswegen meine Frage tatsächlich, und ich meine das ernst, ist die Menschheit überhaupt lernfähig? Sie sagen ja auch, als eben Präsident der deutschen Gesellschaft des Club of Rome, wir müssen uns eingestehen, Wissen und Information allein haben in diesen 50 Jahren nicht zu ausreichenden Veränderungen geführt. Und ich möchte heute Abend auch mit Ihnen allen gemeinsam darüber reden, was denn dann passieren muss, damit sich Gesellschaft verändert. Aber kurz zum Stichwort Lernfähigkeit. Harald Welzer, Sie haben über die Auseinandersetzung mit dem nun inzwischen 50-jährigen Bericht zu den Grenzen des Wachstums mal gesagt, das sei das Gegenteil eines Lernprozesses gewesen. Wie meinen Sie das? Na, ich meine das, also schönen guten Abend aus der Ferne. Ich meine das ganz im Sinne dessen, was Mujib Latif eben gesagt hat. Wir können alles betrachten, was messbare Werte sind, die ökologische Phänomene, klimatologische Phänomene und so weiter betreffen, und sehen überall sozusagen Zuwächse. Und wir sehen umgekehrt die Folgen als eine Zunahme der Zerstörung. Und ich glaube, man tut gut daran, die Frage, warum das so ist, nicht immer zu verrätseln, so in dem Sinne, da waren doch diese super Informationen und die Leute handeln nicht oder die Menschheit handelt nicht. Die Menschheit ist übrigens kein Subjekt, kein handelndes Subjekt. Das ist ein Abstraktum, was keine Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Aber dass die ganzen Werte sich ins Negative weiter verändert haben in diesem halben Jahrhundert, liegt ja schlicht und ergreifend daran, dass das Wirtschaftssystem, also die Organisation unseres Stoffwechsels, sich in dieser Zeit nicht nur nicht verändert hat, sondern sich globalisiert hat. Und dieses Wirtschaftssystem ist ein auf Wachstum gebautes Wirtschaftssystem. Und insofern steht es sozusagen von seiner eigenen Bewegungsform gegen irgendwelche Wirkungen, die diese Studie hätte haben können. Und das, was Sie, ich hake da mal kurz ein, das, was Sie gerade beschreiben, hat ja den Subtext, da sind Dinge im Gange, die ich gar nicht bremsen kann. Ich würde Sie aber bitten, dass Sie auch nochmal auf die Rolle von der Gesellschaft, wo Sie gerade gesagt haben, die Gesellschaft gibt es natürlich nicht, aber jedes Einzelnen, nochmal kurz eingehen. Wir neigen ja nicht dazu, aus solchen Studien entsprechende Veränderungen für uns selbst abzuleiten. Und Sie sagen auch, wir haben uns eigentlich Fallen gebaut, indem wir Mythen entwickelt haben, dass es immer so weitergeht. Naja, also sagen wir mal so, Wissen und Handeln sind nur im Grenzfall verknüpft, in aller Regel nicht. In aller Regel handeln wir deswegen, weil man Dinge so tut, weil man Aufgaben zu erfüllen hat, weil man Anforderungen wahrnimmt und so weiter und so weiter. Und das Handeln in unserer Form von Gesellschaft findet ja statt innerhalb einer Kultur, die in jeder Facette auf Wettbewerb
und auf Steigerung ausgelegt ist. Das lernen Kinder in der Schule und das zieht sich durch das ganze Leben und das zieht sich durch die ganze Praxis. Das erste Gebot unserer Form von Gesellschaft heißt, du sollst kaufen. Und das steht so eklatant in dem Widerspruch zu dem, was uns die Befunde aus den einschlägigen Wissenschaften mitteilen, dass man auch nach einem halben Jahrhundert wirklich mal sagen muss, hier ist eine Grenze der Aufklärung. Also wir ändern das nicht durch Wissen. Wir können das nur ändern durch Deprivilegierung. Also wir können ja sozusagen nicht der Illusion weiter huldigen. Wir können permanent in der Steigerung, auch in der Wohlstandssteigerung, weitermachen und gleichzeitig in irgendeiner Weise was gegen die ökologische Zerstörung machen. Und deshalb würde ich mal sagen, 50 Jahre nach Erscheinen der Grenzen des Wachstums wird es irgendwie mal Zeit, realistisch die Dinge zu betrachten und nicht zu verrätseln. Realistische Betrachtung und auch Best Practice Beispiele, das ist sozusagen der Alltag und die Arbeit von Tanja Brumbauer. Sie ist Ökonomin und befasst sich als Mitgründerin und Geschäftsführerin von Next Economy Lab mit der Frage, wie wir anders wirtschaften können. Und haben Sie ein Beispiel, dass wir uns diese Arbeit mal vorstellen können, wie man das macht? Ja, ich habe viele Beispiele, die ich auch gerne teilen würde. Ich würde einmal noch mal gern da anknüpfen an das, was Herr Welzer gesagt hat und auch jetzt an Motiv Latif. Also ich glaube daran, dass Menschen lernfähig sind und ich glaube, das ist genau das, was ich jeden Tag auch in meiner Arbeit sehe und erlebe und ich auch selbst erlebt habe, dass ich lernfähig bin. Menschen sind aber schon auch teilweise bequem. Und sie sind auch nicht alleine. Das heißt, Menschen brauchen einen Umraum, einen sozialen Umraum, in dem sie auch anders arbeiten können, in dem sie anders leben können. Und das ist das, was ich auch sehr viel in meiner Arbeit erlebe, dass es halt nicht dann der eine Mensch ist, der eine Veränderung macht, sondern es braucht halt die vielen Menschen, die zusammenkommen und dann gemeinsam was verändern, weil sie sich natürlich auch gegenseitig motivieren, weil sie gegenseitig sich ein Umfeld schaffen, wo dann diese Veränderung auch möglich ist. Und weil Sie es auch noch einem ganz konkreten Beispiel gefragt haben, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Kommune zusammen, wo die Kommune auf uns zugekommen ist und gesagt haben, so, wir haben noch keinen Maßnahmenplan, wie wir irgendwie Klimaschutz auf kommunaler Ebene umsetzen. So, wir sollen irgendwas machen, wir haben keine Ahnung. Können ihr uns helfen, diesen Prozess zu gestalten, indem man auch diese Brücken baut zwischen beispielsweise einer Stadtverwaltung, die von der Logik her ganz, ganz anders funktioniert als die Zivilgesellschaft. Und wie schaffen wir, welche Instrumente gibt es, dass wir gemeinsam als Kommune mit allen beteiligten Akteuren, die vor Ort sind, Unternehmen, Politikerinnen, also Kommunalpolitikerinnen in dem Fall, Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft und auch der Sportverein, der vor Ort ist, wie schaffen wir es zusammen, einen Plan zu entwickeln, dass wir nicht nur die Klimaschutzstrategie, sondern Nachhaltigkeitsstrategie, die eben sowohl soziale als auch ökologische Faktoren mit integriert. Welche Rolle haben Sie denn da genau? Ich glaube, wenn man es so, also wir nutzen oft so dieses Bild, wir gehen alle gemeinsam auf den Weg und wir sind die Begleiter auf diesem Weg. Also wir gucken, vielleicht wir haben so ein paar vielleicht Instrumente im Rucksack, sagen, ja, da gibt es ja noch Kommune XY, die hat das vielleicht so und so gemacht. Ist das auch eine Idee, die vielleicht auch hier in dieser Kommune umsetzbar ist. Wir stellen Fragen, wir hören zu und weisen vielleicht auch oder spiegeln auch nochmal, wiederholen nochmal Sachen, die gesagt worden sind. Und jetzt in diesem konkreten Fall von der Kommune bringen wir jetzt auch ein Tool mit, um eben diese sozialen und ökologischen Faktoren integriert zu betrachten, um wirklich so wie eine Art Landkarte zu haben und visualisiert zusammen auf einer kommunalen Ebene. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich das und das mache? Wie wirkt sich das auf einen anderen Bereich auf, beispielsweise im Wohnbereich? Was passiert denn jetzt, wenn ich Investitionen in der Wärmedämmung mache? Wie wirkt sich das auf die Preise aus? Und was muss ich dann auf einer kommunalen Ebene noch weitermachen, um wirklich alle Ebenen mit zu integrieren und damit auch alle mitzunehmen? Wie viele Menschen sitzen denn da bei einem solchen Prozess mit am Tisch? Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Kommune das gestaltet. In dem Fall sind das ausgewählte Bürgerinnen, also zufällig ausgewählte Bürgerinnen der Kommune. Das waren in dem Fall 30 bis 40, die genaue Anzahl habe ich nicht im Kopf, die genau über ein Losverfahren ausgewählt wurden. Aber es gibt auch andere Prozesse, wo das eben nicht über ein Losverfahren ist, sondern wo es quasi vorher bestimmt wird, wer auf so einem Zukunftswerkstatt oder Bürgerrat dann auch dabei ist.
Die Kommune ist auf Sie zugekommen. Das heißt also, es gibt durchaus Menschen, die Unterstützung suchen beim nachhaltigeren Wirtschaften. Ist es denn auch umgekehrt, dass Sie von sich aus auf andere zugehen und Angebote machen und sagen, hey, ihr müsstet eigentlich mal? Oder ist es immer so, dass Sie eigentlich niemanden mehr überzeugen müssen? Unser Hauptfokus liegt auf jeden Fall darauf, auch auf, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die verstanden haben, dass wir was ändern müssen, die verstanden haben, dass um was ändern zu müssen, sie auch andere Leute mitnehmen müssen, die auf uns zukommen. Und gleichzeitig trifft man natürlich auch während der Arbeit auf Leute mit, man führt Gespräche, so man hat Dialoge und auch da habe ich natürlich eine Möglichkeit, andere Leute dazu zu überzeugen, dass das jetzt der notwendige Schritt wäre, aber das ist nicht Kern unserer Arbeit. Noura Hammouda, Sie waren Mitglied im Bundesvorstand der BUND-Jugend und haben, glaube ich, sogar zu der Zeit mal wörtlich gesagt, um die grundlegenden Dinge wirklich an der Wurzel zu packen, brauchen wir den Mut von Jugendlichen. Warum? Ja, hallo. Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung, dass ich hier mitsprechen darf, obwohl ich wesentlich jünger als der Bericht Die Grenzen des Wachstums bin. Ich glaube, wo ich da ganz schön dankbar bin, dass diese Arbeit schon gemacht wurde und dass WissenschaftlerInnen und viele, viele andere Menschen schon mutig darauf hingewiesen haben, dass wir uns in dieser Klimakrise befinden, dass wir uns in ganz vielen Krisen befinden und dass wir nicht weiter können. Das hat auch in der Jugend schon eingeschlagen. Ich glaube, wir wissen mittlerweile als Jugend, aber auch als Gesellschaft, wenn ich in die Runde gucke, alle, dass wir anders produzieren müssen. Und ich glaube aber, wo uns manchmal das Bewusstsein noch fehlt oder worüber ich gerne heute Abend sprechen würde, ist, dass dieses, es gibt wie ein hässliches Endlein der Nachhaltigkeit und das ist eben, dass wir auch verdammt nochmal weniger produzieren müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Jugend heute schon besser verstehen kann durch die ganze Vorarbeit, die auch geleistet wurde. Und ich denke, genau, es ist so, wir müssen ein bisschen über Rollenverteilung sprechen. Ich finde es großartig, dass aus der Wissenschaft immer wieder kritische Nachfragen kommen und gleichzeitig können die Lösungen für unsere vielen Krisen, in denen wir stecken, nicht nur aus der Wissenschaft kommen, sondern die kommen von uns und zwar von uns allen. Haben Sie ein Beispiel? Ich glaube, ich möchte daran anschließen, was hier in der Einleitung gesagt wurde, und zwar, dass das zuerst betroffen von der Klimakrise, also von all den Emissionen, die wir tagtäglich in die Luft pusten, dass zuerst betroffen immer die Menschen im globalen Süden sind. Das wurde so gesagt und das stimmt. Das sehen wir auch zum Beispiel jetzt gerade in Indien, wo irgendwie unter den Hitzewellen Menschen schon krass leiden, krass damit zu kämpfen haben und wo sich andeutet, dass irgendwie WasserlieferantInnen bald überfallen werden wegen dem Wasser, was sie liefern. Also so ein ganz krasses Zeichen schon der Ressourcenknappheit. Aber was wir auch sehen, ist, dass die Ansätze zur Veränderung eigentlich auch genau von denen kommen, die immer wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Das bedeutet Klimagerechtigkeit, ein Konzept, auf das wir uns hier heute in Deutschland auch gerne mal beziehen, wenn wir darüber sprechen, was für Visionen wir für die Zukunft haben. Klimagerechtigkeit ist eigentlich ein Konzept, was ursprünglich von indigenen Widerstandsbewegungen kommt und von Schwarzen und People of Color kommt. Und ich glaube, dass viele Reservate und viele Orte, wo tatsächlich indigene Menschen weiter einen Widerstand gegen die Landnahme und gegen den Kapitalismus leisten, dass das Orte sind, wo wir hinschauen können, wenn wir uns fragen, wenn wir nach Führung suchen, in diesem Prozess mit den Krisen umzugehen, die wir uns selbst eingebrockt haben. Ja, das auch als ein Beispiel, so haben Sie jetzt einen Eindruck hier von meinen Gesprächspartnern. Ich habe den Eindruck, dass, Sie sagen ja auch gerade, es passiert an der Basis eine Menge, wir müssen hinschauen. Frau Brumbauer hat uns gesagt, es gibt viele, die ihre Unterstützung suchen.
passiert nicht doch eine ganze Menge inzwischen? Es ist schon ein kleiner Journalistentrick immer, dass man mal beliebte Begriffe bei Google eingibt und schaut, wie oft sie da auftauchen. Stichwort Nachhaltigkeit, das habe ich heute gemacht. 305 Millionen Ergebnisse in 0,44 Sekunden. Zukunftsfähig, es war deutlich weniger, 2,4 Millionen, aber auch das nur in einer halben Sekunde. Ähnlich bei den Grenzen des Wachstums. Also es hat sich vieles rumgesprochen, aber offenbar noch nicht das ganz große Rad, das da gedreht wird. Und die Frage ist, wie wir da hinkommen. Herr Welzer, Sie haben auch mal gesagt, es ist unfassbar viel erreicht worden in wenigen Generationen. Warum soll man nicht glauben, dass wir auch die sozial-ökologische Transformation hinkriegen? Die Frage sei nur halt, wie? Nun sind Sie Transformationsforscher. Was ist denn Ihr Rat, wo wir ansetzen müssen, damit wir nicht in 10 Jahren wieder hier sitzen und über das nächste Update der Studie Grenzen des Wachstums reden und sagen, es passiert nichts? Naja, im Grunde genommen anknüpfend an das, was Frau Amuda gesagt hat. Wir müssen die Problematik viel ernster nehmen. Und in ihrer sowohl intergenerationellen als auch internationalen Dimension betrachten. Und sagen wir mal so, solange eine Organisation unseres Stoffwechsels als Menschen, Wirtschaft ist die Organisation unseres Stoffwechsels, solange die Form dieser Organisation sich nicht verändert, solange wird an den Prozessen, die Multiplativ beschreibt, sich auch nichts verändern. Und der Topos der Klimagerechtigkeit ist hier von ganz entscheidender Bedeutung. Vorhin ist gesagt worden, ich glaube, Herr Schütter hat es gesagt, wir leben über unsere Verhältnisse. Das stimmt ja nicht. Wir leben über die Verhältnisse von anderen. Und zwar von anderen Menschen an anderen Stellen der Welt und vor allen Dingen von Menschen, die jung sind oder noch gar nicht geboren sind. Und wir können sozusagen nicht mehr an dem schönen Glauben festhalten, dass Technologie und die berühmte Dekarbonisierung in irgendeiner Weise ausreichend dafür wären, diesen Zerstörungsprozess, der ungebrochen vorangeht, irgendwie zu stoppen. So, und die Dekarbonisierungsstrategie ist ja gewissermaßen das Zauberwort dafür, zu sagen, liebe Leute, in diesem Land und in anderen Ländern, ihr könnt so weitermachen wie bisher. Ihr müsst euch überhaupt nicht verändern. Ihr müsst euch vor allen Dingen überhaupt nicht einschränken. Wir haben wunderbare Techniken, die lösen das Ganze und wir haben eine Gesetzgebung, die macht das auch und wir tun euch nicht weh. Aber wenn die Verhältnisse tatsächlich so sind, dass der Earth Overshoot Day im Mai liegt und wenn die reichen Gesellschaften das 3- oder 4-fache an CO2-Fußabdruck haben wie die armen Gesellschaften, dann kann man nach 50 Jahren nicht mehr daran festhalten, dass wir irgendwie so nach niedlichen Lösungen suchen, sondern wir haben es hier mit einem politischen Problem zu tun, einer Gerechtigkeit, einer Frage der Verteilung dessen und die Frage danach, gibt es eigentlich sowas, das ist die Frage, die mich interessiert, gibt es eigentlich einen ökologisch aufgeklärten Kapitalismus? Also ist diese Form der Organisation unseres Stoffwechsels ökologisch aufklärbar in der Form, dass er so arbeiten kann, dass er nicht mehr zerstört? Das finde ich, sind total spannende Fragen, 50 Jahre nach den Grenzen des Wachstums. Und gibt es so einen ökologischen Kapitalismus, einen ökologisch aufklärbaren, wie Sie es genannt haben? Nein, natürlich gibt es ihn nicht. Sonst hätten wir nicht die Folgen, die wir, also es gibt ihn noch nicht. Aber ich es könnte gibt ihn Beispiel, noch nicht, das ist die entscheidende Frage. Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir dahin? Selbst wenn man das jetzt theoretisch sagen würde, sind wir noch lange nicht da. Aber wenn wir beispielsweise einen Aspekt betrachten würden, nämlich, dass wir keine wahren Preise bezahlen, dass wir zum Beispiel beim Kauf eines T-Shirts oder was auch immer nicht die Zerstörungen bezahlen, die durch den Transport angerichtet worden sind, nicht die Umweltzerstörungen, die bei der Herstellung angerichtet worden sind und so weiter. Wenn man beginnen würde, und zwar strikt und gesetzesförmig, für alle Produkte die wahren Preise zu bezahlen, hätte man eine andere Rahmensetzung für unternehmerisches und für kapitalistisches Handeln. Das wäre noch nicht die ganze Lösung. Aber ich denke darüber nach, dass es so einzelne Module geben muss,
auch eine stärkere Verpflichtung auf Gemeinwohl und viele andere Aspekte kann man nennen, wo man sagen kann, dieser Kapitalismus muss reformiert werden 50 Jahre nach den Grenzen des Wachstums und nicht in der Lebenslüge verbleiben, dass ein bisschen Drehen an CO2-Emissionen in irgendeiner Weise den Pfad verändern würde. Und wenn ich das noch sagen darf, die große Botschaft 1972 war, es kommt auf einen Pfadwechsel an. Diese Studie war ja nicht apokalyptisch. Die hat ja prognostiziert, dass wir Probleme bekommen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In dem Sinne war sie vollkommen richtig. Und sie war in dem Sinne unaufgeregt, dass Dennis Meadows und die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, da haben wir ja noch 30 Jahre Zeit für den Pfadwechsel. Und der Pfadwechsel ist gewissermaßen argumentativ immer vermieden worden. Und jetzt sehen wir halt, Stichwort Ahrtal und viele andere Sachen, was passiert, wenn man das weiterhin vermeidet. Sind wir inzwischen auf dem richtigen Pfad, Herr Latif? Also erwähnt wurde schon während unserer Veranstaltung, da steht im EU-Parlament nochmal das Gesetzespaket zum Klimaschutz, Green Deal auf der Tagesordnung, Fit for 55, das bisher umfangreichste dieser Art in München. Da findet der Global Food Summit statt zur Sicherung der Ernährung vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der Corona-Pandemie und auch der Klimakrise. Wir haben heute an diesem Tag den Welttag des Meeres der Vereinten Nationen, den jährlichen Weltumwelttag haben wir gerade hinter uns. Stockholm 50 plus wurde angesprochen. Also es finden viele Veranstaltungen statt, auch mit dem Willen, auch politisch etwas zu erreichen. Sind wir auf dem richtigen Pfad, um den Pfadwechsel aufzunehmen? Nein. Und der politische Wille ist nicht da. Punkt. Das muss man so deutlich sagen. Wenn Sie, ich kann es nicht mehr hören. Immer wieder diese Floskeln. Was soll das? Ja, und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine Beruhigungspille. Ja, und Sie fangen jetzt auch damit an. Eine Beruhigungspille. Ich frage Sie. Dass die Menschen das Gefühl haben, wir nehmen uns dieser Probleme an. Wir nehmen uns nicht dieser Probleme an. Und Harald Welzer und meine Kollegin hier, die haben es ja auch genauso beschrieben. Dann und lassen ich, Sie uns. Ja, Moment, ja? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin jemand, der denkt sehr einfach. Ja, und ich versuche, weil ich aus der Physik, Mathematik und so weiter komme, die Dinge wirklich so weit zu reduzieren, dass man an den Kern des Problems kommt. Und im Prinzip hat Harald Welzer das schon angesprochen. Wir leben einfach im falschen System. Das muss man mal so deutlich sagen. Ob man jetzt so einen nachhaltigen Kapitalismus oder ökologischen Kapitalismus, wie immer der auch aussehen will, ob man das so nennt, wir leben im falschen System. Und wir sehen das übrigens daran, dass nicht nachhaltig gefährliche Produkte immer teurer sind als nachhaltig gefährliche Produkte. Und wenn das so ist, und das ist ja so, Harald Welzer hat es ja angesprochen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass die Leute keine Lust haben, beim Thema Nachhaltigkeit und beim Klimaschutz mitzumachen, weil sie werden immer nur einseitig belastet. Das heißt also, wie gesagt, ich bin einfach denkender Mensch und dann kommen sofort wahrscheinlich 1000 Leute und sagen, das geht nicht, aber was passieren muss, ist natürlich, ich gebe mal ein Beispiel, dass Bioprodukte billiger sind als die anderen Produkte. Ja, wenn das nicht so ist, dann wird sich nie was ändern. Was passieren muss, ist, dass der öffentliche Nahverkehr endlich mal so billig ist, dass sich die Leute ihn auch leisten können. Ja, wie kann es angehen, dass jetzt, wo es das 9-Euro-Ticket gibt, Leute auf einmal in die Ostsee fahren, weil sie es vorher nicht leisten konnte. Wo leben wir denn? Wenn wir diese soziale Frage nicht da mit reinbringen, ja, werden wir den Planeten gegen die Wand fahren. Das heißt also, den Menschen muss es gut gehen, sonst machen sie einfach nicht mit. Und es wird ihnen nur gut gehen, wenn wir nicht in diesem falschen System verharren, sondern dieses System umbauen. Und das heißt letzten Endes, und das erwarte ich von der Politik, dass sie endlich mal nicht immer im Parteienhickhack verharrt, sondern einfach mal sich auf Dinge, langfristige Dinge einigt und egal wer in der Regierung ist, das dann durchsetzt und dann hat die Politik auch wieder Glaubwürdigkeit. Herr Latif, Sie haben eben, gesagt, dass Sie eigentlich der Politik nicht zutrauen, dass sie etwas verändert und einen anderen Pfad beschreitet. Auch, dass es einen ökologischen Kapitalismus geben kann.
für mich schließt sich die Frage an, wer ist denn in der Verantwortung zu handeln? Also Sie als Wissenschaftler, wenn ich das jetzt mal pars pro toto sagen darf, mahnen seit Jahrzehnten, ohne dass Sie dahin gekommen sind, wo Sie nach Ihren Erkenntnissen eigentlich mit allen zusammen sein müssten. Wer sind diejenigen, die die Veränderung anschieben können? Es sind alle. Also es sind natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es sind alle Bürgerinnen und Bürger, das ist die wirtschaftliche Politik, ja, da kann sich niemand wegducken. Das ist nun mal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir als Wissenschaftler haben natürlich in einer demokratischen Gesellschaft in erster Linie die Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, das haben wir geschafft, sonst wäre das Thema ja nicht pausenlos auf irgendwelchen Weltklimakonferenzen Thema oder in Davos, also beim Weltwirtschaftsforum oder sonst was. Das heißt also, im Prinzip haben wir das getan, was wir machen sollen. Entscheiden tun wir natürlich nicht. Das ist in einer demokratischen Gesellschaft so, da muss die Politik entscheiden. Dafür ist sie nun mal gewählt. Aber ich denke, wir erleben es doch immer wieder, wo das Problem liegt. Eine kleine Minderheit verhindert letzten Endes, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Ja? Nehmen wir zum Beispiel, obwohl das natürlich die Welt nicht rettet, aber nehmen wir nur mal ein banales Beispiel, das Tempolimit. Warum ist es in Deutschland nicht möglich, ein Tempolimit durchzusetzen? Weil eine kleine Partei mit, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die haben, 5% oder so, das verhindern. Die Mehrheit der Bevölkerung will es. Ja? Und das ist, glaube ich, das Problem, was ich angesprochen habe. Das könnte man ja böse sagen, wenn jeder handeln soll, dass die Mehrheit der Bevölkerung frei ist, sozusagen privates Tempolimit einzuhalten. Aber das tue ich übrigens. Frau Amuda, haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas verändern können? Herr Latif hat gerade gesagt, jeder ist verantwortlich, Konsequenzen zu ziehen aus unserem Wissen über die Grenzen des Wachstums. Haben Sie das Gefühl, Sie können etwas verändern? Ich glaube, dass wir alle auch was verändern können müssen, weil die Klimakrise, und ich glaube, das ist auch so ein Fehldenken, was ich frage jetzt mal, wie Sie, was für ein Gefühl Sie haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas bewirken können, auch mit Protesten, mit Engagement, das Sie machen? Ja, also das Erste, was wir mal bewirken können, ist eine Diskursverschiebung und das ist, glaube ich, ein Anfang von viel Veränderung. Lassen Sie mich trotzdem sagen, dass es auch, also ich glaube, das Ding ist ja, wir stecken ja schon mitten in der Krise drin. Und das bedeutet, die Art der Veränderung, die wir brauchen, ist natürlich ein System umbauen, was Mujib anspricht. Aber es ist auch ein mit Folgen und jetzt schon realen Folgen der Krise umgehen lernen und darin fähig werden, dynamisch Veränderungen zu gestalten. Und ich glaube, das ist es, was wir eigentlich machen können. Ich glaube, was wir machen können, ist, solidarische Netzwerke zu knüpfen. Und ich glaube, darin sind wir auch als soziale Bewegungen ganz gut, die es schaffen, Krisen auszuhalten und die es schaffen, weiter nett miteinander umzugehen. Ich glaube, es geht gerade ganz viel darum, es eigentlich zu schaffen, zum Beispiel unsere Grenzen statt zuzumachen, weiter aufzumachen. Das ist genau das, worum es geht, wenn wir über Ressourcenknappheit sprechen. Weil im Endeffekt, wenn wir uns die kommenden und schon existenten Kriege um Ressourcenverteilung anschauen, dann wird die Frage danach, wer dabei fliehen muss und wer die Grenzzäune hochzieht, wer unter Energiearmut leidet und wer noch eine Party at the end of the world feiert, wer eigentlich hungert und wer eigentlich isst, diese Grenze wird immer noch knallhart entschieden zwischen Arm und Reich, zwischen Männern und Frauen und zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten. Und solange wir da nicht rankommen, find ich, lässt sich wenig sagen für eine gute Zukunft unserer Erde. Aber deswegen ist es ja auch die Chance. Das können wir alle machen. Wir können solidarische Beziehungen miteinander knüpfen. Wir können die Organisation und die Orte, wo wir arbeiten und leben, schon so aufbauen, dass wir eine bedingungslose Solidarität miteinander haben. Ich glaube, das ist es eigentlich,
was wir gerade brauchen und auch das, was wir ganz stark versuchen zu praktizieren. Frau Brumbau, wenn es um Veränderungen geht, auch der Wirtschaft, haben Sie ja auch konkrete Projekte, woran Sie uns nochmal schildern können, wie im Kleinen Veränderung versucht wird, auch wie versucht wird, Transformation in der Wirtschaft erstmal durchzudenken mit allen Beteiligten. Stichwort Autoindustrie. Genau, ich glaube, ganz an erster Stelle steht immer, dass wir halt beides brauchen, also diese Veränderung klein, aber wir brauchen diese politischen Rahmenbedingungen und das ist immer so ein, genau, es muss an beiden Stellen passieren, dass am Ende was passiert. Sie hatten jetzt das Stichwort Autoindustrie genannt. Wir arbeiten mit, viel mit Gewerkschaften zusammen, unter anderem mit der IG Metall, die ja auch die Automobilindustrie vertritt. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, wenn es um das Thema Wirtschaft geht, ganze Industrien sich auch anzugucken. Also die Automobilwirtschaft hat in Europa, glaube ich, noch ungefähr 13 Millionen Arbeitsplätze. Da hängen sehr, sehr viele Menschen dran. Und gleichzeitig ist der komplette Transportsektor CO2-emissionstechnisch eine Katastrophe. Und wir müssen eine andere Art finden, wie wir uns fortbewegen. Und wir müssen ein anderes Mobilitätssystem finden. Gleichzeitig sind aber Menschen, die gerade Verbrennungsmotoren produzieren. Jeden Tag. Sehr viele. Und die werden dann irgendwann vielleicht nicht mehr bei uns verkauft und dann werden sie in andere Teile der Welt verschifft. Und das ist ein großes Problem. Und glaube ich, wie schon gesagt, arbeiten wir auch viel mit Gewerkschaften und wir haben auch Interviews geführt mit Leuten im Betrieb, mit Leuten in der Bildungsarbeit, die viel mit den Leuten beschäftigen, die auch Autos herstellen, zu tun haben. Und da gibt es so ein nettes Beispiel, da sagt sie, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich stelle jeden Tag Autos her und ich habe eine Tochter, die geht aber jeden Freitag auf die Fridays for Future Demo und ich will mitgehen und muss ich ständig diesen Konflikt aushalten. So, ich stelle gerade ein Fahrzeug her, was extrem umweltschädigend ist und was einfach keine zukunftsfähige Form von Mobilität ist und gleichzeitig will ich auch was tun. So. Und genau, und das ist nur die Frage, was sagt man so einer Person? Und ich will sagen, ja, auf jeden Fall, geh auf diese Fridays for Future Demo, weil ich glaube, wir kommen nicht weit, dass wir dann, ich war auch mal in irgendeiner Diskussion, wo es dann darum ging, ja, und dann die ganzen Leute, die auf die Fridays for Future Demo gehen, dann haben die alle ihren Coffee-to-go-Becher dabei und so. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Also das ist nicht der Punkt von so einer Demonstration und wir müssen Leute befähigen, sich politisch einzubringen. Und das ist, finde ich, so ein gutes Beispiel dafür. Aber nochmal zu dem Beschäftigten in der Autoindustrie, also dem Vater, von dem Sie jetzt sprechen. Was sagen Sie dem, wenn man sich überlegt, wir haben ja eher noch einen Schub an Digitalisierung bekommen, jetzt auch durch die Corona-Pandemie. Das geht weiter, Arbeitsplätze verändern sich. Es wird vorhergesagt, dass wir einen großen Verlust haben werden von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe, gleichzeitig eine, auch das sagen Studien, nennenswerte ähnliche Zahl an neuen Arbeitsplätzen dazukommen, aber es wird viel Veränderungen geben und dieser Mann kann ja nicht sicher sein, dass er seinen Arbeitsplatz behält. Ja, das ist auch erstmal eine sehr, sehr berechtigte Angst. Also es ist eine Angst vor Arbeitsplatzverlust und die sehr viele Menschen haben und jetzt insbesondere auch nach den beiden Krisen, also Corona und Ukraine, nochmal viel verstärkter da ist. Also diese Existenzangst, die da einfach mit reinspielt. Und natürlich gibt es keine einfache Lösung. Also man kann der Person jetzt nämlich sagen, ja, du kannst jetzt einfach, du wirst jetzt machst mal ein IT-Studium und dann bist du in der IT unterwegs. Und das ist halt, das ist auch genau dieses Problem von Umqualifizierungsmaßnahmen, dass es nicht unbedingt immer einen Match gibt zwischen der Region. Also gibt es dann diesen neuen Arbeitsplatz, es werden sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist richtig und das ist korrekt und ist auch gut so. Und trotzdem gibt es natürlich diese Lücke, weil dieser Arbeitsplatz jetzt nicht unbedingt entsteht, wo jetzt, ich nenne jetzt mal Herbert, gerade wohnt und sein komplettes soziales Umfeld hat. Und was ich dieser Person sagen würde, ist, such andere Leute, die das gleiche Problem haben. Also es gibt sehr viele Leute in der Automobilindustrie, die Verbrennungsmotoren herstellen und Töchter haben oder Söhne, die auf eine Fridays for Future Demo gehen. Und durch diesen Moment gibt es halt auch diese Möglichkeit, eine Transformation von unten wirklich zu gestalten. Gewerkschaften haben die IG Metall, glaube ich, hat 3 Millionen Mitglieder in Deutschland. Das ist eine extreme Kraft, die da auch von wirklich der Masse ausgehen kann, um auch einen Betrieb umzutransformieren. Und es kann natürlich, das können kleine Sachen sein, wie eine komplett vegetarische Mensa, aber es geht dann natürlich an irgendeinem Punkt auch um die Frage, was produziert mein Unternehmen? Genau, und da wird es ja spannend. Also wenn die Autoindustrie sich umstellen soll, wenn weniger klimaschädliche Fahrzeuge auf die Straße kommen sollen, was ja auch, politisch gewünscht ist,
auch wenn noch nicht genug passiert. Wie nehmen Sie Betroffenen die Angst davor, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren können, dass sie komplett neu sich umstellen müssen, dass sie in einem ganz anderen Feld, wenn überhaupt, Arbeit suchen müssen oder vielleicht auch keine Arbeit finden werden? Das ist ja eine existenzielle Geschichte. Und da möchte ich mir, wenn ich in einer solchen Situation wäre, ehrlich gesagt nicht sagen lassen, engagier dich mal bei uns in der Mensa, dass wir da nachhaltigere Küche bekommen. Ja, das ist natürlich korrekt. Das würde ich dieser Person auch nicht sagen, sondern das ist ein konkretes Beispiel, was wir oft mit Gewerkschaften erleben, wenn wir dieses Thema der Ökologie behandeln. Dann, es braucht natürlich auch konkrete Ansatzpunkte. Also weil dieser Herbert, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat nicht nur Angst um seinen Arbeitsplatz, der will ja auch sein Verhalten ändern. Und dann ist natürlich die Frage, wo fange ich an? Diese Person hat sehr viele verschiedene Rollen. Er ist Vater, er ist Mitarbeiter in einem Unternehmen, er ist Bürger. Und dann natürlich die Frage, wo habe ich jetzt einen konkreten Ansatzpunkt? So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, diese Frage von Angst vor Arbeitsplatzverlust, auch da, und da will ich jetzt nochmal wieder auf Gewerkschaften hin, ist halt ein mächtiger Akteur. Also Gewerkschaften sind politischer Akteur, der Diskurse mitbestimmen kann und der natürlich auch solche Fragen stellt, wenn wir jetzt beispielsweise neue Arbeitsplätze haben, was sind das denn auch für Arbeitsplätze? Also wie ist die gewerkschaftliche Organisierung da? Zu welchen Arbeitsbedingungen arbeiten dann diese Menschen auch? Und da ist eben diese Kraft in der Masse. Also diese eine Person kann das nicht ändern, aber diese Person kann sich mit anderen zusammentun, die das gleiche Problem haben und damit eine politische Sichtbarkeit. Und dann muss auch auf einer politischen Ebene für solche Sachen Lösungen gefunden werden. Herr Welzer, überzeugt Sie dieser Ansatz? Nein, der überzeugt mich ganz und gar nicht, weil er ja das Problem tendenziell individualisiert. Wir haben es bei der Automobilindustrie mit einem jahrzehntelangen, skandalösen Versäumnis der Managements der Automobilunternehmen zu tun. Weil die haben ja alles das, ich komme wieder auf die Grenzen des Wachstums zurück, die haben ja an keiner Stelle zur Kenntnis genommen, dass nicht die nächsten 2000 Jahre Autos produziert werden in größerer Zahl. Und das, was sie aber gemacht haben, unternehmensstrategisch, war ausschließlich auf Expansion zu setzen. Und Expansion bedeutet, wenn ein Innenlandsmarkt erschöpft ist, dann gehe ich nach draußen. Und deshalb hat man unfassbar darauf gesetzt, die gigantischen Märkte in den Schwellenländern und in China und sonst irgendwie. Und hat überhaupt nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass das Produkt, was sie anbieten, Raumüberwindung ist. Und die Lösung für Raumüberwindung ist eine sehr vielfältige. Die muss nicht aus Blech bestehen und vier Räder haben. Ja? Und das haben sie jahrzehntelang überhaupt nicht gemacht, obwohl in der Zivilgesellschaft Carsharing erfunden worden ist, vor 40 Jahren schon. Obwohl es mal einen Manager bei Volkswagen und Ford gegeben hat, Daniel Gödeberg, der das sehr früh gesagt hat und sehr früh von der Bildfläche verschwunden ist. Man hat einfach nichts getan. Man geht fahrlässig, jetzt werden wir das Problem mit China und der Deglobalisierung bekommen, man geht fahrlässig damit um, mit der Verantwortung, die man auch für die Arbeitsplätze hat. Und an der Stelle, wo solche Probleme dann virulent werden, da zieht man sich dezent zurück und sagt, naja gut, da brauchst du jetzt staatliche Instrumente oder Förderung oder sonst was. Und so ist vielleicht dann mal der Strukturwandel. Und ich finde dieses Argument von Frau Brunbauer, es liegt aber auch ein bisschen daran, in welche Rolle sie hier sozusagen formatiert wird, das geht ein bisschen fehl, weil man muss doch mal Ross und Reiter nennen. Es ist doch nicht so, dass wir nicht nachhaltig sind in der Gesellschaft, obwohl alle es wollen. Es gibt unheimlich viele verantwortliche Akteure, Latif hat das ja auch schon gesagt, die wollen das nicht, weil ihr Geschäftsmodell das der Nicht-Nachhaltigkeit ist, weil ihr Geschäftsmodell das der permanenten Expansion, komme was da wolle, ist. Und die Politik ist da natürlich echt irgendwie am Anfang. Ich meine, ich lebe in Berlin, Brandenburg. Und mir ist es ein Rätsel, nochmal 50 Jahre nach den Grenzen des Wachstums, wie man es abfeiern kann, dass jemand im 21. Jahrhundert eine Autofabrik baut. Eine Autofabrik, das antiquierteste, das war innovativ, als Henry Ford das Fließband erfunden hat. Es war übrigens deswegen innovativ, nicht nur, weil die Produktion zahlenmäßig hochging, sondern es war sozial innovativ, weil diejenigen, die das Auto gebaut haben, es auch kaufen konnten. Heute
geht das genau umgekehrt, weil wir werden keine Kleinwagen mehr haben in Zukunft und keine Mittelklassewagen mehr. Das ist übrigens die neue Strategie von Mercedes, die sie dezidiert erklären. Sie machen für die Luxusleute. Warum? Weil die Krisenerscheinungen in der Welt häufiger werden. Und wer ist die krisenresistenteste Gruppe? Diejenigen, die viel Geld haben. Alle anderen leiden unter den Krisen und werden nicht mehr so viel konsumieren können. Das heißt, wenn wir diese Themen doch mal auch ansprechen, dass alles das, was antiökologische Wirtschaftsstrategie ist, auch antisoziale Strategie ist, dann kommen wir von dieser Individualisierung mal weg. Ja? Und dass arme Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie zu lange die Kühlschranktür offen lassen, was in keinem Verhältnis dazu steht, was an jeder Stelle der Welt wissentlich, willentlich angerichtet wird. Und wo ich mich gerade so schön aufrege, ich möchte noch mal einen Aspekt sagen, der für mich so deutlich macht, wie wenig weit wir gekommen sind in diesen 50 Jahren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, den Anwesenden, irgendwie mal einen Satz gehört hat im Zusammenhang des jetzt seit mehr als 3 Monate dauernden Krieges, dass Krieg ein ökologisches Verbrechen ist und dass es ein klimatologisches Verbrechen ist und dass es übrigens auch auf der UN 1976 eine Vereinbarung gegeben hat, solche Verbrechen als Umweltverbrechen völkerrechtswidrig zu ahnden. Wir reden nicht darüber. Das alles das, was an Raketen da geschickt wird, das Panzerfahren und sonst was, was an Infrastruktur zerstört wird, alles fossiler Krieg ist. Ja, das ist völlig spurlos vorbeigegangen, 50 Jahre Diskussion, 30 Jahre intensive Klimadebatte. Niemand kommt darauf, einen Zusammenhang herzustellen für diese Sachen. Es wird nicht thematisiert. Und das macht mich ehrlich gesagt so frustriert, weil man da sieht, da sind die Zusammenhänge, die sind überhaupt nicht angekommen. Ja? CO2 ist irgendwas und Krieg ist irgendwas anderes. Aber so kommen wir doch nicht weiter. Das heißt, im Moment... Im Moment erleben wir eigentlich einen Rückschritt, was das Ziehen von Konsequenzen aus den Grenzen des Wachstums ist mit dem Krieg in der Ukraine, weil wir vieles zur Disposition stellen. Die tragischste Figur der Gegenwart ist Robert Habeck. Also das ist doch einfach so, wo jemand, der ernsthaft umweltpolitisch und klimapolitisch unterwegs ist, zum Emir gehen muss. Ja, weil sein Junkie sitzt im Knast, also sein Dealer sitzt im Knast, also muss der Junkie zu einem anderen Dealer gehen. Das ist das Verhältnis, in dem wir existieren. Und alles das, was jetzt passieren wird mit der Einfuhr von Fracking-Gas und der Renaissance der Kohle und wahrscheinlich der Renaissance der Atomkraft und sowas, ist der totale Rollback. Aber das meine ich jetzt nicht als irgendwie künstliches Aufregen, sondern das verdeutlicht mir, dass in dem halben Jahrhundert die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts, die 1972 aufgeworfen wurde in diesem Buch, überhaupt noch nicht verinnerlicht worden ist. Die ist nicht angekommen. Die hat sich überhaupt noch nicht in die Vitalität des Denkens und Handelns übersetzt. Und ich sage das als jemand, ich will ja hier nicht immer den Partykiller machen, der genauso wie Frau Brunbauer und auch Frau Amudi sozusagen engagiert ist. Deshalb haben wir Futur 2 gegründet. Deshalb interessieren uns die veränderten Praktiken, das, was man tun kann, auch wie man darüber sprechen kann. Aber wenn so etwas so unbedarft über die Bühne geht und man einfach nur sieht, na klar, wir hängen an der Nadel, also muss der Stoff irgendwie her, koste es, was es wolle, aber ohne, dass das irgendwie eine Diskussion nach sich zieht. Das macht mich total porös. Und diese grüne Partei steht ja sozusagen symbolisch dafür, dass man jede Kehrtwende machen kann, ohne irgendwie selber das Gefühl zu haben, die Identität komplett verloren zu haben. Was hätten Sie denn an Robert Habecks Stelle gemacht, Herr Welzer? Das finde ich völlig uninteressant. Ich bin überhaupt nicht der Wirtschaftsminister und nicht der Klimaminister. Ich hätte, wenn ich die Rahmenbedingungen seines Handelns habe, hätte ich wahrscheinlich dasselbe gemacht. Aber das ist doch, das prägt doch jetzt nichts aus. Nein, das zeigt aber nur, wie kompliziert auch die Zusammenhänge sind. Alles hängt mit allem zusammen, ist zu lesen auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und darin liegt ja auch ein Stück die Krux. Ich wechsle noch mal Frau Heckmann, jetzt muss ich noch mal ganz kurz intervenieren. Es lohnt sich anzuschauen, wie bei der Energiepreiskrise 1973, ein Jahr nach Erscheinen der Grenzen des Wachstums,
Regierungshandeln ausgesehen hat. Und Regierungshandeln hat damals so ausgesehen, dass als allererster Schritt in allen öffentlichen Einrichtungen, in den Behörden, in den Ministerien die Heizungen runtergedreht worden sind, dass man Pläne aufgestellt hat für die Beleuchtung, bis wann darf das Licht brennen, ab wann muss es ausgemacht werden und so weiter. Sozusagen sofort begonnen, Energie zu sparen. Auf dieser Grundlage ein Energiesicherungsgesetz gemacht, was 80 km/h auf Landstraßen beinhaltete, 100 auf Autobahnen und autofreie Sonntage und noch vieles mehr. Und wir diskutieren derzeit nur darüber. Und dazu ein öffentliches Programm zum Energiesparen, weil die beste Energie diejenige ist, die gar nicht erst erzeugt werden muss. Das vergleichen Sie mal mit 50 Jahre später, wo Benzin subventioniert wird, damit die Leute doch bitteschön noch genauso viel oder mehr fahren wie vorher auch. Das ist doch, da wird man doch weich. Ja? Das ist antiaufklärerisch, das ist antizivilisatorisch, was da passiert. Und das wirklich 50 Jahre after the fact. Welche Rolle spielen Proteste, um Dinge zu verändern? Diesen Aspekt würde ich gerne an dieser Stelle ansprechen und auch da zum Thema Energiewirtschaft kommen, denn auch die Branche steht ja vor großen Veränderungen. Sie engagieren sich in dem Bereich, Frau Muda, Stichwort Braunkohletagebau. Was machen Sie da persönlich? Was erhoffen Sie sich davon? Welche Reaktionen erfahren Sie? Erzählen Sie ein bisschen. Ja, ich musste auch gerade direkt daran denken, wo wir es schon vom guten Robert hatten. Circa 2 Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat Robert Habeck verlautbart, dass jetzt, wo man vom russischen Gas und Öl und Kohle und so runter wolle, dass man zurück zur rheinischen heimischen Braunkohle müsse. Vorübergehensweise. Wissen wir zufälligerweise auch, dass genau diese Braunkohle der allerdreckigste Energieträger Europas ist. Und dass wir seit 10 Jahren uns im Rheinland in einem Widerstand befinden, der auch schon große Erfolge gefeiert hat. Man erinnert sich an den Hambacher Wald. Jetzt gerade sieht es so aus, dass die Bundesregierung und auch die neue Landesregierung NRW weiterhin plant, 650 Millionen Tonnen Kohle, die unter dem Dorf Lützerath liegen, noch zu verbrennen. Und das ist eine unfassbare Menge, die wir uns, glaube ich, gerade so nicht vorstellen können. Aber man muss, glaube ich, sehen, wenn man ins Rheinland guckt, die Bagger, die da immer noch die Braunkohle aus dem Boden holen, die gehören, wenn irgendwohin, nur noch ins Museum. Und das ist eigentlich schon seit vorgestern klar. Und jetzt auch eine grüne Regierungsbeteiligung zu haben, die das noch zulässt und die sagt, Kohleausstieg bis 2030, die daran weiter festhält, das ist ein ganz, ganz großer Vertrauensbruch, auch für eine junge und ökologisch motivierte Generation. Und ich, genau, da kann ich nur sagen, so, wenn ihr das auch so seht, wenn ihr auch so seht, dass die Kohle von vorgestern ist, kann ich nur dazu einladen, mal nach Lützerath zu kommen, sich da anzuschauen, welche Strukturen da aufgebaut werden, welche Diskurse da auch geführt werden. Und was ich dort erlebe, ist wirklich das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, Solidarnetzwerke zu knüpfen, die im Alltag so nicht möglich sind, weil man an der Kante steht, weil man sieht, wie dieses System einfach den letzten Rest an Ressourcen, die wir irgendwie haben, aus der Erde rauskratzt und es gibt kein Genug dabei. Für RWE wird es kein Genug geben. Und solange die Regierung da die RWE nicht in die Schranken weist, werden wir das tun als Klimabewegung. Herr Latif, was bedeuten für Sie nach diesen vielen Jahrzehnten, die Sie sich engagieren, diese Protestbewegungen der jungen Generation von Nura Hammuda? Ja, ich finde das schon gut, aber was mich viel mehr wundert, ist, dass die Menschen alle so ruhig sind. Du hast von Herbert gesprochen. Ja? Ich meine, Herbert hat doch nur deswegen Angst, Harald Walzer hat es ja gesagt, weil jahrzehntelang eigentlich geschlafen worden ist, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Ja? Ich glaube, man könnte es radikaler formulieren. Harald Walzer hat es ja auch radikaler formuliert. Was würde ich Herbert sagen? Ich würde Herbert sagen, es gibt unheimlich viele Unternehmen, die sich gerade in Krisenzeiten die Taschen vollstopfen. Gerade jetzt. Es gibt
Gewinner. Es gibt Krisengewinner. Und wir schaffen es nicht, diese Gewinne abzuschöpfen, um Herbert zu unterstützen, um ihm wirklich eine Umschulung, was auch immer, irgendetwas zu geben, womit er was anfangen kann. Mit warmen Worten kann er nichts anfangen. Ja? Und warum tun wir es nicht? Aber das sind ja dann auch nur warme Worte, die Sie ihm sagen können. Nein, das sind keine warmen Worte. Warum gibt es das in anderen Ländern? Warum werden dort Gewinne abgeschöpft, diese sogenannten Übergewinne? Und warum ist das bei uns wieder die eine Partei, die eigentlich nichts zu sagen hat, die alles verhindert? Ja? Und da komme ich wieder auf meinen Punkt zurück. Ich meine, die Parteien, die wirklich etwas verändern wollen, die sollten sich zusammentun. Und die sollten nicht immer auf die Macht da gucken. Ja? Ich meine, wenn Olaf Scholz wirklich Klimaschutz betreiben will, dann darf er keine Rücksicht auf diese radikalen Klimaschutzverweigerer nehmen. Wenn er das tut, ist er nicht glaubwürdig und dann gehört er nicht auf den Posten, auf dem er jetzt sitzt. Ja? So einfach ist das. Und was ich gesagt habe, wir sind viel zu ruhig. Ja, also ich finde, wie kann man das alles so ruhig hinnehmen? Diese unglaubliche Ungerechtigkeit, die ganz, ganz vielen Menschen hier in Deutschland und natürlich auch auf der Welt, gerade in den armen Ländern, widerfährt. Wir nehmen das einfach so hin und stehen nicht auf. Nicht alle nehmen das hin. Fridays for Future ist aufgestanden. Ja, genau. Und das finde ich gut. Und der Rest muss auch aufstehen, sonst passiert gar nichts. Daran angeknüpft, nochmal meine Frage, welche Macht, sage ich mal, haben Bewegungen wie Fridays for Future oder auch die Proteste im Rheinischen Braunkohlerevier, um Dinge anzuschieben und zu verändern? Ja. Ist die junge Generation wirklich die einzige, die etwas bewegen kann? Das war ja das Zitat, was ich vorhin von Nora Hamuda gewonnen habe. Ja, sie kann was bewegen, wobei es jetzt nicht auf die junge Generation beschränken will. Ich war, wann war das? Montag bei einer Buchvorstellung. Und da haben also die Menschen ihr Buch vorgestellt, die bei dem Bundesverfassungsgericht gegen das deutsche Klimaschutzgesetz geklagt haben. Und sie haben es geschafft. David gegen Goliath. Ja? Und ich glaube, das zeigt, dass wenn man Mut hat, wenn man Mut hat, aufzustehen, wenn man Mut hat, gegen die Dinge auch anzugehen, dass man dann wirklich Großes erreichen kann. Und nur deswegen hat dann die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele auch nachgebessert. Das heißt nicht, dass sie das erfüllt, aber ich hoffe mal, dass sie es dann auch tut. Ja? Und das zeigt doch, dass es wirklich funktioniert. Ja? Da haben so ein paar Leute von der Insel Pellworm, ja, haben wegen des drohenden Meeresspiegelanstiegs bei dem Bundesverfassungsgericht geklagt und sind damit durchgekommen. Ja? Und ich glaube, das hat Signalwirkung und das wird sicherlich weit über das Thema Klima hinausgehen. Und ich hoffe, dass es auch Signalwirkung hat für viele andere Gerichte, auch im Ausland, weil es muss doch das Verursacherprinzip gelten. Ja? Wieso kostet das nichts oder wieso werde ich nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn ich die Umwelt kaputt mache? Ich meine, wenn ich Ihr Auto oder Ihr Fahrrad oder was auch immer Sie haben kaputt mache, bin ich haftbar. Ja? Und ich muss dafür aufkommen. Warum müssen diese gigantischen Konzerne für nichts aufkommen und versuchen immer noch so immer mehr Geld zu scheffeln, wie sie können, zu Lasten der Umwelt und vor allen Dingen zu Lasten ganz, ganz vieler Menschen? Ich greife den Punkt auf, den Sie gerade hatten mit der Klage und Sie haben Erfolg gehabt, also ein Beispiel für etwas, was funktioniert hat. Sie haben ja bei der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome auch darüber nachgedacht, wie müssen wir uns verändern als Club of Rome hier in Deutschland, um etwas bewirken zu können und haben gesagt, also wir müssen auch zeigen, was möglich ist und sozusagen Dinge anbieten auf unserer Homepage, vernetzen. Was sind denn da Beispiele, die zeigen, es ist doch Veränderung möglich? Haben Sie eins, woran man das mal deutlich machen kann? Ja, also wir müssen auf jeden Fall schon mal zeigen, dass es den Menschen gut gehen kann bei dieser Transformation, obwohl ich das Wort Transformation eigentlich nicht gut finde, weil
Die allermeisten wissen gar nicht, was das ist. Ja, also wir sind so ein kleiner elitärer Kreis hier. Wir befleißen uns einer Sprache, die außerhalb dieses Hörsaals kaum jemand versteht. Ne? Also ich glaube, daran müssen wir auch selbst ein bisschen arbeiten. Das heißt also, wir müssen die Dinge verständlich erklären und vor allen Dingen müssen wir auch deutlich machen, wo die Vorteile bestimmter Veränderungen liegen. Und was mir persönlich zu kurz kommt, sind die sogenannten Co-Benefits, wie man auf Neudeutsch sagt. Also das ist natürlich nicht übertragbar, deswegen spreche ich jetzt nur für mich und nicht für alle Menschen und nicht für Pendler und sonst wen. Aber wenn ich meine Termine mit dem Fahrrad absolviere, was ich ja in einer Stadt machen kann, ja, dann tue ich es ja auf der einen Seite auch wegen der Umwelt, aber ich tue es ja andererseits auch, weil es mir dabei gut geht. Und jeder Arzt und jede Ärztin wird Ihnen ja auch sagen, also super, wenn du das machst. Ja? Und wenn wir, glaube ich, bewusster leben würden, das Gleiche gilt für Fleischkonsum und so weiter, ja, würden wir natürlich auch enorme volkswirtschaftliche Kosten einsparen. Ja? Ich meine, wie viel Geld müssen wir als Volkswirtschaft aufbringen, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und solche Geschichten zu behandeln? Ja? Man könnte das wirklich deutlich reduzieren mit einem gesünderen Lebenswandel. Und dieser gesündere Lebenswandel, der macht noch Spaß. Und ich finde, das muss man irgendwie versuchen deutlich zu machen. Aber man muss es sich leisten können. Da komme ich dann wieder auf die soziale Schiene. Das heißt also, das, was gesund ist, muss billiger sein als das, was ungesund ist. Ja? ÖPNV muss billiger sein als Autofahren. Bioprodukte müssen billiger sein als Nicht-Bioprodukte. Ja? Und ich glaube, wenn das so ist, dann werden die Menschen von ganz alleine nachhaltig werden, ja, und das mit Freude. Der Club of Rome muss vom Mahner zum Ermutiger und Gestalter des Wandels werden, heißt es wörtlich auf Ihrer Homepage. Ist es schon das, was Sie gerade beschrieben haben, oder gibt es noch ein anderes Beispiel, woran Sie zeigen, was das genau bedeuten kann? Also ja, es gibt da ganz viele Beispiele und ich bin immer, versuche es auch immer irgendwie down to earth, also einfach zu machen. Nehmen wir eine autofreie Innenstadt. Wie toll wäre das? Ne? Keine Autos, also man hätte auf jeden Fall schon mal mehr Platz. Es ist nicht laut, es stinkt nicht. Ja. Wird in Hannover darüber diskutiert? Ja, und wird auch angeschoben. Ja, natürlich, wird diskutiert, wird auch in Hamburg diskutiert, in anderen Großstädten. Ja. Ist es aber schon längst Realität. Ne? Wir sind auch so ein bisschen die Diskussionsweltmeister. Ne? Das Gleiche mit Fahrrad, ne? Kopenhagen und so weiter sind viel weiter als wir. Ne? Wir reden und reden und reden und kommen irgendwie nicht in die Puschen. Ne? Und ich glaube, Best Practice haben Sie vorhin angesprochen, als Sie mit Tanja, glaube ich, geredet haben. Es gibt viele Best Practice-Beispiele und die könnten wir aus anderen Ländern, aus anderen Städten auch importieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir es haben, zuerst sind immer Widerstände da, klar. Aber in dem Moment, wo wir es haben, lieben die Leute das. Sie sagen, es gibt viele Best-Practice-Beispiele, also müssen Sie sichtbarer machen. Ja, wir müssen sie sichtbarer machen und irgendwie auch erfahrbarer machen. Ich glaube, er ist Soziologe, aber das weiß Harald Welzer wahrscheinlich besser, Henning Beck. Der hat mal gesagt, wir können die Zukunft nicht spüren. Ja? Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir müssen irgendwie die Zukunft erfahrbar machen, im besten Sinne des Wortes, erfahrbar machen. Und ich hatte mir überlegt, und vielleicht realisieren wir das auch, dass man mit Hilfe von Planetarien zu machen, dass wir einfach mal so eine schöne, tolle Welt entwerfen, ja, und die dann auf so einer Kuppel projizieren können, und damit die Leute einfach sehen können, was wir sonst immer nur sagen. Ich glaube, dieses Erfahren, das ist total wichtig. Und wir haben auch heute über die digitalen Möglichkeiten auch die Macht, das zumindest für einige Menschen erfahrbar zu machen. Frau Brumbauer, ich habe erwähnt, Sie sind Harald Welzer wollte noch, der ist ganz hektisch geworden jetzt. Hektisch ist er noch nicht. Ich wollte aber noch was dazu ergänzen zu dem Stichwort Erfahrbarkeit. Das ist in der Tat die zentrale Kategorie. Ja, also wenn man irgendwie über CO2 oder solche Dinge spricht, das ist hochgradig abstrakt und scheint mit dem Leben nichts zu tun zu haben. Ich glaube, und das hört jetzt ausnahmsweise Mucci Latif nicht so gerne, ich glaube, wir müssen weniger über die Notwendigkeiten sprechen und vielmehr sprechen darüber, was man machen kann. Also mein Motto ist, eine autofreie Stadt wäre auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gäbe.
Also Leute gehen dann mit, wenn sie eine unmittelbare Erfahrung der Verbesserung ihres Lebens haben. Wenn in ihrem Stadtviertel es plötzlich ruhig ist oder Kinder nicht mehr überfahren werden oder solche Sachen. Und wir haben diese Beispiele, die gibt es. Und die gibt es sowohl auf einer großstädtischen Ebene, genauso wie auf einer dörflichen Ebene. Und die Dinger funktionieren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, eine kleine Gemeinde in Vorarlberg in Österreich, Krumbach. Krumbach beschäftigt sich mit Mobilität auf eine Art, andere Art als die Automobilindustrie. Nämlich dadurch, dass sie zum Beispiel sagen, warum müssen eigentlich Menschen 20 Kilometer weiterfahren, um einzukaufen? Das macht doch keinen Sinn. Also subventionieren wir den örtlichen Lebensmittelhändler, damit der trotz relativ weniger Kunden und hohem Preisdruck seinen Laden wirtschaftlich darstellen kann. Damit reduziere ich Mobilität. Das ist ein Projekt zur Mobilitätswende. Und ich habe gleichzeitig etwas völlig anderes, dass ich plötzlich einen Kern im Dorf habe, wo die Leute hingehen und miteinander reden. Das Ganze kombinieren die mit einem fantastischen Bussystem, was unheimlich attraktiv ist, weil sie ähnlich wie in Hannover übrigens vor langer, langer Zeit einen internationalen Architektenwettbewerb ausgeschrieben haben zur Gestaltung der Bushaltestellen. Und die Auflage für die Architekten war, dass diese Bushaltestellen nur mit lokalen Materialien gebaut werden dürfen und nur von lokalen Handwerkern umgesetzt werden. Das heißt, die denken, das ist ein Dorf mit 1080 Einwohnern, die denken sowas von modern. Und wenn ich das dann habe, dann fahren die Leute weniger und wenn sie fahren, dann nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel. Ich muss nicht ein einziges Mal sagen, das müsst ihr jetzt machen wegen des Klimawandels, sondern das könnt ihr machen, weil wir hier so ein super tolles System gemacht haben. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass man sagt, na, wir tun auch was fürs Klima, ist es sozusagen noch ein Mehrwert. Aber das ist nicht das Entscheidende, um Menschen zum Handeln zu bringen. Ich muss Situationen schaffen, wo das bessere Handeln einfach das Naheliegende, das Tolle oder womöglich sogar das Neiderweckende aus den anderen Gemeinden ist. Frau Brumbauer, trägt der Think Tank 30, also sozusagen, ich habe es vorhin, glaube ich, die Nachwuchsorganisation vom Club of Rome genannt, dazu bei, Best Practice erfahrbarer zu machen? Was habe ich mir unter dieser Gruppierung vorzustellen? Es ist vor allem erstmal ein Netzwerk von jungen, engagierten, Think Tank 30 kommt eben der Altersgrenze der 30 entgegen, jungen, engagierten Menschen, die sich für Zukunftsthemen einsetzen. Und es ist erstmal, es ist ganz stark ein Netzwerkorgan, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, um Veränderung voranzutreiben, brauchen wir diese Netzwerke und man braucht auch neue Netzwerke, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen und sich dafür einsetzen. Haben wir nicht eigentlich viel zu viele Netzwerke, die auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sich mit dem Thema nachhaltige Wirtschaft, Umgestaltung unserer Welt befassen? Ich habe den Eindruck, es sind so viele verschiedene, die sich auch ganz stark mit sich selbst beschäftigen, dass ich mir eigentlich wünschen würde, man hätte sozusagen eine Art Dachverband, wo man ein bisschen schneller auch ja, wirklich über den Tellerrand entsprechende Leute zusammenbringen könnte oder aber auch erfahren könnte, was gerade angeschoben wird. Es gibt natürlich gerade kein Mega-Netzwerk, also das Übernetzwerk, aber diese Netzwerke haben alle Verknüpfungspunkte. Also ich würde sagen, am Ende ist es auch ein Netzwerk oder eine Bewegung von Menschen, die sich für eine klimaneutrale Gesellschaft einsetzen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es nicht mehr Netzwerke braucht, weil meine Erfahrung auch einfach ist, dass es immer wieder Rückzugsräume braucht für Menschen. Also in dieser ganzen Frustration, also wenn man sich Politik ansieht, kann man sehr schnell frustriert werden und dann aufhören, irgendwas zu machen. Und darum braucht es manchmal diese Rückzugsräume, um wieder diese Energie zu tanken, um dann wieder mit voller Power da reinzugehen. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass man viele kleine Beispiele braucht, wie so eine Art Schwarmintelligenz, um dann eben wirklich Veränderungen anzuschieben, dass das, was ich mir jetzt gerade wünsche, gar nicht machbar ist und unrealistisch. Ja, ich würde sagen, ich erst auch nochmal aus unserer Diskussion, so, wir brauchen diese Beispiele, wir brauchen Erfahrungsräume, dass Menschen sehen, wie kann es anders gehen und was sind auch die Vorteile davon, wenn ich eine autofreie Innenstadt habe, lebe ich gesünder. Ich habe bessere Luft, ich bewege mich mehr, ich habe weniger Verkehrslärm. Also ich meine, die Vorteile, die sind ja unendlich, die man aufzählen kann. Gleichzeitig braucht es natürlich auch eine Masse, es braucht eine Bewegung. Und
Ich kämpfe immer noch damit, als individualistisch abgestempelt werden, so ein bisschen Herr Welzer. Ich glaube, wir müssen die Herberts mit Fridays for Future auf die Straße bringen, damit sie so einen Druck auf Politik ausüben, dass wir dann Rahmenbedingungen verändern. Das ist mein Ziel. Wir haben ja mit der Corona-Pandemie eine Phase erlebt, wo zumindest eine Zeit lang ganz viele Menschen gesagt haben, naja, das ist jetzt mal eine Gelegenheit, über Dinge grundsätzlich nachzudenken. Herr Latif, Sie haben das vorhin schon erwähnt, was den CO2-Ausstoß anbelangt, haben wir alles schon wieder die Latte längst gerissen, also da sind keine Verbesserungen mehr. Bleibt trotzdem aus diesen kollektiven globalen Erfahrungen ja letztendlich mit dieser Pandemie etwas, was, ich sage es nochmal, Transformation der Gesellschaft eher möglich macht? Die Frage geht durchaus an alle, aber Sie mögen gerne als Erste antworten, Herr Latif. Naja, also je mehr Krisen wir haben, umso mehr sehen wir die Schwachstellen. Also die Krisen, das ist ja nun schon unendlich oft während Corona beschrieben worden, sind wie ein Brennglas, ja, die einfach zeigen, was zum Beispiel systemrelevant ist und was nicht systemrelevant ist. Ja. Und wir haben dann eben gesehen, dass zum Beispiel Krankenhauspersonal systemrelevant ist. Ne? Und nochmal, die werden nicht entsprechend behandelt. Ja? Wie kann es angehen, dass ein Vorstandsvorsitzender, ich weiß nicht, 100-mal mehr verdient wie als ein Arbeiter. Ne? Ich denke mir, das ist aus. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber wahrscheinlich ist das so, vielleicht sogar noch mehr. Also ich glaube, diese Krisen, ob das nun Corona ist oder eine andere Krise, auch die Finanzkrise, hat das ja gezeigt, macht deutlich, dass wir tatsächlich, wie ich vorhin sagte, im falschen System leben. Ja? Und weil wir im falschen System leben, werden wir auch immer häufiger Krisen haben. Ja, das heißt, was wir jetzt erleben, das ist nur der Anfang. Wir werden immer mehr in Krisen kommen, wenn wir nicht endlich versuchen, dieses System zu ändern. Ja? Und es gibt ja diesen Film System Error, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben, der eigentlich ohne große Kommentare auskommt oder ohne Kommentare. Der zeigt nur zum Beispiel Großviehzüchter im Amazonas-Regenwald, also da mal Regenwald gewesen ist, und die freuen sich, ja, und dann kann ich noch mehr Vieh da weiden lassen, und wenn der Regenwald auch noch weg ist, ja, dann können da noch mehr Herden kommen. Das geht einfach nicht mehr, und ich glaube, unsere Krisen zeigen das. Unsere Krisen zeigen jetzt auch zum Beispiel, dass unsere Welternährung total fragil ist. Ja? Im Prinzip, dieser Krieg ist schrecklich, ja, aber hat ja unglaubliche Auswirkungen, nicht nur auf die Umwelt, ja, nicht nur auf die Sicherheit, sondern auch auf die Welternährung, weil eine Person ja praktisch die ganze Welt als Geisel nimmt. Und darüber müssen wir mal nachdenken, in was für einem System leben wir, wo so etwas eigentlich möglich ist. Und China wird der Nächste sein. Ja, das müssen wir uns doch klar machen. Und wenn Mercedes tatsächlich jetzt sagt, ich baue keine kleinen Autos mehr, ich baue jetzt nur noch die Riesenschlitten für den chinesischen Markt, ja, dann machen wir uns wieder abhängig. Wir haben uns vom Öl, vom Gas und so weiter abhängig gemacht und jetzt machen wir uns wieder abhängig, ja, von den Automobilen, die in China gekauft werden sollen. Was ist, wenn jetzt Xi Jinping sagt, sorry, ja, das erlauben Sie mir, Herr Latif, nochmal auf das Thema Corona zurückzukommen. Die Frage, ob wir durch die Pandemie irgendwelche Veränderungen in der Gesellschaft haben, die sozusagen Transformationspotenzial haben. Ja, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich war vorher skeptisch. Ich wurde natürlich während der Pandemie auch gefragt. Ich war immer skeptisch, wenn sogenannte Zukunftsforscher gesagt haben, das wird die Welt verändern, die Welt wird sich zum Besseren verändern, das wird so eine Art Paradies werden, das habe ich nicht geglaubt. Naja, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Nein, das ist nicht übertrieben, das war tatsächlich so. Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war so, das können Sie auch nachsehen, auch im Fernsehen. Okay, aber es war nicht die breite Masse, die gleich das Nein, Paradies aber deswegen sage ich ja, die sogenannten. Aber dass Dinge angeschoben werden. Frau Moda, wie haben Sie das erlebt oder erleben das jetzt? Hat sich was verändert für Sie durch die Corona-Pandemie, durch diese globale kollektive Erfahrung? Ich hoffe, dass sich das Bewusstsein für Krisen verändert hat. Ansonsten kann ich, glaube ich, nur sagen, dass ich manchmal mit so einer kleinen Nostalgie an die Zeit zurückdenke, wo wir noch so im Treppenhaus unseren NachbarInnen gesagt haben, dass wir immer für sie da sind und auch ihre, was auch immer, ihre Einkäufe machen. Das passiert ja auch bis heute jetzt, wo nochmal viele Menschen auch Corona haben. Und das ist total schön.
Also dieses Erleben von wir unterstützen uns. Aber das geht eben nur so weit und das kann nicht 1000 Krisen aushalten. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir da mitnehmen, dass wir die Gesundheit unseres Planeten und uns selbst eigentlich so wieder in die Kurve kriegen oder mal in die Kurve kriegen, dass das gar nicht möglich ist, noch so viele weitere Pandemien durchzustehen. Frau Bombauer, wie sehen Sie das? Weniger als erhofft. Also ich glaube, ich hatte immer wieder mal Punkte, wo ich die Hoffnung hatte, dass das jetzt wirklich was ändert, aber jetzt im Nachhinein, auch was Nora gesagt hat, ich glaube, dieses in Frage stellen unserer Unabhängigkeit von allem und nochmal auch so eine Erschütterungserfahrung, dass nicht alles immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und das ist meine Hoffnung, dass wir das auch nochmal auf die Klimakrise anwenden und jetzt nochmal einen Schalter umlegen. So, okay, wir sind nicht völlig autark und unabhängig von allem. Wir sind eine globale Weltgesellschaft, wir sind miteinander verbunden, wir sind mit der Erde verbunden und wir müssen jetzt auch irgendwas ändern an unserem Lebensstil. Herr Welzer, Pandemie, Corona, hat es was verändert in Ihrer Wahrnehmung? Naja, es hat zum Beispiel Homeoffice viel weiter verbreitet, als es ohne die Pandemie der Fall gewesen wäre. Und Homeoffice ist ja für diejenigen, die in solchen Berufen arbeiten, wo Homeoffice möglich ist, ist ja ein unglaublicher Freiheitsgewinn. Und es ist ein ökologischer Gewinn, wenn man es richtig anwendet. Man kann das ja so interpretieren, dass wir eine Aufwertung von ländlichen Räumen bekommen können, dass wir verödete Dörfer revitalisieren können, dass wir das, was in der Stadt gar nicht nötig ist, aber dort existiert, Coworking Spaces, denken können auf dem Land. Wir können mit den, was weiß ich, überflüssigen Büroflächen in den Städten was völlig anderes machen, andere Familien- und Produktionsformen ausprobieren und. Das heißt, auf der Sachebene sind da Dinge geschehen, die man vielleicht weiterdenken und weiter benutzen könnte. Auf der Einstellungsebene war es halt was völlig anderes, auch politisch gewollt, dass halt die berühmte Rückkehr zur Normalität sofort, also nach dem ersten Lockdown, gewissermaßen der ersten Schockwelle des Bewusstseins, Leben kann sich auch sofort verändern durch Krisen. Alles Weitere so gewesen ist, dass man alles daran gesetzt hat, zu der sogenannten Normalität zurückzukommen. Und Luisa Neubauer hat ja sehr früh gesagt, wir wollen gar nicht in diese Normalität zurück. Die war nämlich verkehrt, die wir vorher hatten. Ja, also insofern sind da ja so Aspekte drin gewesen. Und das ist aber was anderes als die etwas naiven Blütenträume, die man dann hatte. Wow, wir haben eine Situation, da hat jetzt Wirtschaft zum ersten Mal nicht das Primat, sondern Gesundheitspolitik. Das können wir auf Klimapolitik doch übertragen. Das ist natürlich naiv gewesen, weil sich die Interessen und die Machtverhältnisse nicht verändert haben. Aber zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich Aspekte, die die Lebensqualität, die Arbeitsqualität verbessern, vielleicht auch die Vereinbarkeiten von unterschiedlichen Teilen des Lebens verbessern und, jetzt komme ich wieder damit, klimatologisch und ökologisch einen Mehrwert haben, der sozusagen im Hintergrund sich abspielt. Das finde ich, sind Sachen, die beschäftigen mich schon. Und da ist, oder der Umstand, dass man, ich bin ja jetzt ein Beispiel dafür, teilnehmen kann an Dingen, ohne 1000 Kilometer dafür zu fahren. Das sind ja Sachen, die sind ja nicht schlecht, würde ich sagen. Auch wenn natürlich die lebendige Präsenz immer besser ist, aber in manchen Fällen ja auch nicht. Und insofern, glaube ich, muss man da mal gucken, was kann man denn auf der materiellen Ebene eigentlich welche positiven Effekte der Pandemie gibt es da? Herr Latif hat vorhin gesagt, dass wir immer mehr Krisen bekommen werden, dass wir also sozusagen damit leben müssen. Ich zitiere mal Dennis Meadows, den US-Ökonomen, der ja einer der Autoren der Studie Grenzen des Wachstums vor 50 Jahren war. Der hat im Interview mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung vor einigen Wochen gesagt, wir sollten aufhören, dauernd über Nachhaltigkeit zu reden. Wir sollten eigentlich eher versuchen, als Zivilgesellschaft Resilienz zu erreichen. Also wir müssen widerstandsfähiger werden, um eben auch mit Krisen klarzukommen. Und ich würde das gerne noch um einen Begriff ergänzen. Ich glaube, dass wir auch lernen müssen,
Widersprüche auszuhalten und Zweifel auszuhalten. Also das, was man in der Psychologie mit dem Fremdwort Ambiguitätstoleranz beschreibt. Wir tun uns schwer damit, keine klaren Antworten zu haben, irgendwo in dem Dazwischen zu sein. Und das ist ja auch das, was uns zu unserer Hauptthematik des heutigen Abends zurückführt. Also Grenzen des Wachstums, alles hängt miteinander zusammen. Wir wollen es aber gerne klar erklärt haben und müssen irgendwie schauen, wie wir lernen, das alles auszuhalten. Sie haben sich, Frau Muda, ja auch lange mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung befasst. Was sagen Sie Menschen, die klare Antworten haben wollen, wo Sie genau wissen, die gibt es aber gar nicht? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, also wenn wir gerade beim Thema Grenzen des Wachstums gibt es ganz viele Felder, auf die wir das betrachten können. Und viele Menschen wollen, wenn wir über Krisen reden, gerne, dass wir klare Lösungen auf den Tisch legen und sagen, wenn wir das und das und das machen, haben wir am Ende den und den Zustand. Aber so einfach ist es ja nicht, sondern wir haben ja gehört, auch heute Abend, es gibt viele Felder, über die wir reden müssen, viele Beteiligte, viele Dinge, auf die wir gar nicht erstmal einen unmittelbaren Einfluss haben. Also wir müssen lernen, all das auszuhalten und trotzdem weitermachen. Wie vermittelt man sowas? Dürfen alle anderen auch mithelfen? Jetzt auch unfair, wenn ich das nur an Sie richte. Vielleicht darf ich zwei Dinge dazu sagen. Erstens, ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mit aushalten meinen, aber bestimmte Dinge können wir nicht aushalten. Temperaturen von 50 Grad halten Sie nicht aus. Das ist einfach so. Das heißt, es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Ein zweites, es gibt auch Grenzen der Finanzierbarkeit. Sie können nicht jedes Jahr eine Ahrtalflut haben. Das kann kein Staat schultern. Ja? Und was passiert dann, wenn Sie den Leuten sagen müssen, sorry, ihr habt alles verloren, aber wir können euch nicht mehr helfen. Ja? Es gibt Grenzen der Finanzierbarkeit. Also das ist das eine. Das andere in diesem Zusammenhang, das ich gerne noch loswerden möchte, ist das Vorsorgeprinzip. Wir können gar nicht alles erklären, ja, weil wir sind nicht allwissend und wir wissen auch nicht genau, wir haben ja ein komplexes System, das hat ja auch die Grenze des Wachstums nochmal deutlich gemacht, Komplexität. Ja? Ich meine, ich habe zwar studiert, habe sogar einen Doktortitel, der echt ist, ja? Aber ich verstehe das System trotzdem nicht so gut, wie ich es eigentlich gerne verstehen möchte. Was ich damit sagen will, ist, es muss doch das Vorsorgeprinzip gelten. Wenn ich nicht genau weiß, was passiert, dann sollte ich es doch nicht herausfinden wollen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Autofahrer, der auf der linken Spur mit Höchstgeschwindigkeit fährt im dichten Nebel und nicht weiß, ob da irgendwie ein Stauende kommt oder nicht. Und genau so verhalten wir uns irgendwie. Ja? Wir fahren mit Höchstgeschwindigkeit und wissen nicht, ob da irgendwo dann tatsächlich mal irgendwie so ein Kipppunkt kommt oder so etwas, ja? Wo Dinge eintreten, die wir gar nicht mehr rückgängig machen können. Und deswegen ist doch Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Und ich finde, das müssen wir wieder deutlich machen. Wir können eben nicht alles vorhersehen und wir können deswegen auch nicht alles erklären, weil es eben auch ein Stück weit unberechenbar ist. Genau das muss man aber aushalten können, dass man nicht alles erklären kann. Das habe ich gemeint an dem Punkt. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Herr Welzer, habe ich Sie jetzt gerade? Ja, Sie haben, ich habe mich nur schüchtern zu Wort gemeldet. Ja, das ist der Nachteil, wenn man hier sitzt und. Ja, ist ja gar nicht schlimm. Melde sich akustisch. Ich bin ja normalerweise sowieso zu viel. Also insofern ist das ja okay. Nur einen Punkt. Ich glaube, das ist alles gar nicht kompliziert. Ich glaube, Komplexität ist eine Schutzbehauptung dafür, dass man viele Dinge nicht tun will oder nicht anpacken will oder sich nicht in Konflikte begeben will. Das Grundsätzliche, was auch die Grenzen des Wachstums ja schlagend herausgearbeitet haben, ist ja total einfach. Es gibt ja nichts Einfacheres als den Gedanken, dass in einem endlichen System man nicht unendlich wachsen kann. Punkt, Ende, aus. Versteht jedes sechsjährige Kind, kann es auch erklären. Die einzigen, die es nicht verstehen, sind die Vertreter der Partei, die Multiplativ so sehr liebt, und Ökonomen in der Regel. Ansonsten ist es eine total klare Kiste. Nur wir lügen uns unfassbar mit riesigem Aufwand
permanent darum rum, diese Wahrheit einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Wahrheit hat Konsequenzen. Wenn ich das zur Kenntnis nehme, dann kann ich bestimmte Strategien des Wirtschaftens, die ausschließlich expansiv sind, nicht weiter betreiben. Ich kann bestimmte Formen des Tourismus, die ausschließlich expansiv sind, nicht weiter betreiben. Alles das, die Elon Musk dieser Welt, die Jeff Bezos dieser Welt und viele andere dieser Welt, können das dann nicht mehr ungebrochen machen, wenn man diesen schlichten Sachverhalt zur Kenntnis nimmt. Und das meiste ist total einfach. Es ist übrigens auch die Welt, das hat Claude Lévi-Strauss schon auch vor 50 Jahren oder länger in seinem Buch Traurige Tropen formuliert. Die Welt wird einfacher, nicht komplizierter. Wenn die Lebensformen sich angleichen, weil die Wirtschaft überall dieselbe ist, dann verschwinden die Unterschiede. Es verschwindet auch kulturelles Wissen, um anders zu handeln. Wenn wir überall Starbucks haben, wenn wir überall Tesla haben, dann ist die Welt einfacher und nicht komplexer. Und es sind bestimmte Sachen, die basal sind, die total einfach sind. Die waren auch noch nie anders. Das Bier gibt es immer an der Theke. Und eine Dienstleistungsgesellschaft braucht auch Material. Es sind alles Sachen, die sind total einfach. Und Komplexitätsbehauptungen vernebeln das Ganze und machen es politisch auch unidentifizierbar. Und insofern Mut zur Einfachheit ist, glaube ich, sogar was, was Dennis Meadows sofort unterschreiben würde. Ist es zu spät, noch hinzukommen zu einem nachhaltigen Lebensstil? Frau Bumbauer. Ich glaube, das muss der Klimaforscher beantworten. Ich kann es ja immer nur aus meinem eigenen Blickwinkel sozusagen aus der Sicht der Klimaforschung. Also zunächst ist es schon zu spät, zumindest was die Klimaerwärmung angeht, weil es gibt ja schon ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die leiden. Also man kann nicht irgendwie jetzt noch sagen, es ist 5:12, es ist nach 12. Wie viel nach 12 kann ich nicht sagen. Aber eine Erwärmung, die wir heute haben von 1,1 bis 1,2 Grad, ist schon zu viel. Das ist einfach so. Und jedes Zehntel Grad, was jetzt dazu kommt, ist nochmal viel zu viel. Das müssen wir endlich begreifen. Und was die anderen Dinge angeht, ob es zu spät ist, ich weiß es nicht. Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe angefangen heute mit der Frage, ist die Menschheit lernfähig oder sind die Menschen lernfähig, um korrekt zu sein, weil die Menschheit gibt es ja gar nicht als Subjekt. Und ich habe da doch meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sind alle kleine Egoisten. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und wir brauchen etwas, und das hat eben einer der Mitbegründer des Club of Rome, Aurelio Pecci, gesagt: Wir brauchen eine kulturelle Revolution. Ohne diese kulturelle Revolution werden wir niemals den Weg in die Nachhaltigkeit finden. Ich würde die Frage gerne auch an Sie noch, Frau Moder, und auch an Herrn Welzer geben. Ist es zu spät noch, um zu einem nachhaltigen Lebensstil zu kommen? Glauben Sie, dass wir den erreichen, Frau Moder? Ja, also ich muss sagen, ich verstehe die Frage nicht so, weil ich sage, also wofür soll es denn zu spät sein? Wir sind doch am Leben, alle hier. Und jedes Leben ist es wert, gefördert zu werden. Jedes Leben ist es wert, gelebt zu werden. Ich glaube, wenn wir das irgendwann hinterfragen, dann ist es zu spät. Und ich glaube, dass, also es ist wirklich diese, wir dürfen uns alle Krisenszenarien, die wir heute Abend besprochen haben, die wir uns vorstellen können, nicht so vorstellen wie einen zweiten Urknall. Es wird kein plötzliches Ende von irgendwas geben. Das Sterben, was auch durch die Klimakrise ausgelöst wird, ist qualvoll, das ist langsam, das ist total ungerecht. Und da mehr, also das verhindern zu wollen, da mehr Gerechtigkeit reinbringen zu wollen, da verstehe ich nicht, warum wir darüber sprechen sollen, ob wir noch Hoffnung haben dürfen oder nicht. Ohne Hoffnung, warum sind wir denn eigentlich noch hier? Hoffnung auf einen nachhaltigen Lebensstil war ja die Zusatzfrage. Ich kann vielleicht auch anders enden und gebe das dann an Sie, Herr Welzer. Dennis Meadow sagt von sich auch, einer seiner Leitsätze sei, Zitat, spiele die Karten, die du hast, statt dir andere zu wünschen. Welches Ass haben wir noch im Ärmel, was wir noch nicht gezogen haben? Naja, man muss da nicht so sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Diese Form des Wirtschaftens, diese Form des total exzessiven Konsums, diese Form der Verengung unserer Werte auf die Steigerung, das ist historisch
eine Sache von 2, 3 Generationen. Das ist neu in die Welt gekommen, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dafür gibt es Gründe, da haben wir jetzt keine Zeit, das auszuführen. Aber das ist neu, das ist nichts Anthropologisches. Und alles das, was Menschen erfunden haben, können Menschen auch verändern. Insofern gibt es da auch gar keinen Grund zu glauben, man käme da jetzt nicht wieder raus. Es gibt Gründe zur Kenntnis zu nehmen, dass bestimmte naturale Prozesse in Gang gesetzt werden, die kriegt man nicht so schnell zurückgedreht, wie zum Beispiel die Schädigung des Klimasystems oder das Artensterben. Aber das sollte nicht zu dem Schluss verleiten, dass man dann irgendwie nichts tun kann. Und so eine Tendenz gibt es ja leider in der Klimadebatte. Wir haben ja keine Zeit und wenn die 1,5 Grad und wenn man das nicht erreicht und so. Und ich frage dann immer, ja, was ist denn dann? Hören wir dann auf, denkende Menschen zu sein? Hören wir dann auf, das Bessere zu wollen? Nein. Und diese Vergöttlichung eines Systems, was ein paar Jahrzehnte lang erfolgreich gewesen ist, dem aber nichts mehr einfällt, um weiterhin erfolgreich zu sein und das deshalb dazu übergeht, nur noch die zu privilegieren, die ohnehin davon zu profitieren und die anderen sozusagen auszuklammern, das kann es nicht sein. Da sind wir besser. Da sind wir auch sozusagen als zivilisierte Menschen ja besser. Und da habe ich sogar, obwohl mich alles im Moment total nervt, da habe ich dann doch auch ein Zutrauen dazu. Und ich habe auch ein Zutrauen, wenn ich solche Positionen wie von Frau Amuda oder von Baro Gabbard, die eine Rechtsberatung in klimarechtlichen Fragestellungen gegründet hat, als 25-jährige angehende Juristin und sowas, da passiert unheimlich viel. Und wenn das passiert, warum sollte man dann da irgendwie nicht glauben, dass man die Welt nicht doch verändern kann? Vielen Dank an Harald Welzer, auch an Mujib Latif, Daniel Brumbauer und Noura Hamouda hier oben auf dem Podium. Wir haben, beziehungsweise die Volkswagen Stiftung, muss ich korrekterweise sagen, hat auch wissen wollen, wie im Publikum die Einschätzung ist und hat auf Twitter und Instagram Fragen gestellt. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was Herr Welzer gerade gesagt hat, ob es Sinn macht, anzupacken und zu versuchen, die Zukunft der Erde zu sichern, ohne zu wissen, ob das überhaupt etwas bringt, haben auf Twitter 100% derer, die sich beteiligt haben, mit Ja beantwortet. Auf Instagram waren es immerhin noch 89%. Also auch da ist offenbar doch viel Glauben daran, dass Dinge möglich sind, vorhanden. Wenn Sie wollen, können wir noch Fragen beantworten aus dem Publikum. Wir haben jetzt schon relativ viel Zeit verstreichen lassen. Wir sind aber auch gleich draußen im Foyer. Und es gibt auch da die Möglichkeit, noch miteinander zu reden. Ich frage mal in die Regie, wie wir das jetzt handhaben. Die Regie sagt mir, ich soll mal zeigen oder schauen, ob es Wortmeldungen gibt. Wenn Sie sich melden, wir haben ein Saalmikrofon, dann vorne in der dritten Reihe ist eine Wortmeldung. Ja, ich halte es kurz. Ich glaube, am Ende ging es um die Frage der Hoffnung und in dem Herbert-Beispiel ist so diese Situation, okay, wenn es jetzt eh egal ist, warum soll ich dann noch meine Energie da rein investieren, für meine Kinder, für was, wen auch immer, eine bessere Welt zu bauen. Und mich interessiert gerade von Ihnen, die auch beruflich mehr damit zu tun haben, wie aktivieren Sie Ihre Hoffnung? Ich gebe das vielleicht mal an Sie, Frau Brumbauer. Ich habe Sie richtig verstanden, wie aktiviere ich meine Hoffnung, meine persönliche Hoffnung? Also ich habe das am Anfang auch schon mal gesagt, bei mir sind das ganz stark andere Menschen und darum will ich auch darauf beharren, dass wir nicht zu viele Netzwerke haben, weil wir brauchen diese Netzwerke, wir brauchen andere Menschen um uns herum, oder ich brauche sie um mich herum, dass ich mich motivieren kann, jeden Tag wieder dafür einzustehen, auch wenn natürlich es viele Fakten gibt, die vielleicht dafür sprechen, dass wir es nicht mehr schaffen. Aber es gibt natürlich theoretisch
die Möglichkeit, dass wir es schaffen. Wir können einfach jetzt aufhören. So, das ist da. Das heißt, wir müssen es jetzt machen und das müssen wir schnell machen. Möchte jemand ergänzen? Also ich war mir erst nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Wie, also ich sie, jetzt wie sie Ihre Hoffnung quasi auch weiterzumachen, ja, aktivieren. Ja, aber also ich kann ja nur für mich reden. Man muss ja jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel gucken. Ja? Und die Flinte ins Korn werfen ist keine Option. Ne? Okay, ich lasse es vielleicht mal bis hierher. Weitere Fragen gibt es auf dieser Seite? Der Abend hat mir gut gefallen. Ich möchte trotzdem die beiden Herren widersprechen. Der Herr Latif hat gesagt, dass die Regierung doch endlich mal das machen sollte, was die Leute haben wollen. Und hat also dann auch so den Benzinpreisrabatt bezogen. Ich bin sehr der Auffassung, dass die Mehrzahl der Leute da dafür ist. Ich halte das für kontraproduktiv. Ich halte das für die falsche Entscheidung aus verschiedenen Hinsichten, auch aus Klimagründen. Die falsche Entscheidung, aber ich glaube, dass unbedingt die Stimmung der Bevölkerung das so ist, dass am besten die Regierung den Sprit bezahlt und auch das Heizgas zu Hause. Die zweite Geschichte geht an den Herrn Wälzer, der also gesagt hat, das Auto habe eine Mobilitätsfunktion. Die hat es sicherlich auch. Aber das Wesentliche des Autos und was es unterscheidet, ich selber habe übrigens kein Auto, um das zu klären, ich bin also kein Benzinsteuerzahler. Also das Wesentliche, was das Auto unterscheidet von allen anderen Verkehrsmitteln, ist, dass das Auto mobile Privatsphäre ist. Das heißt, Sie können Ihr privates Wohnzimmer oder Ihre private Sphäre, die können Sie überall hinfahren und das schaffen Sie mit dem besten Bus und mit dem besten Flugzeug und mit dem besten Zug schaffen Sie das nicht. Und aus diesem Grunde ist einfach so, hängen die Leute so unglaublich am Auto. Es hat da einen schönen Artikel mal gegeben in der Welt mit dem Titel, der eigentlich schon alles sagt, was in dem Artikel drinsteht, My Car is My Castle. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wortmeldung hier vorne in der zweiten Reihe. Also ich freue mich, heute Abend hier gewesen zu sein. Ich freue mich. Dankeschön. Ich bin aufgewacht vor 10, 15 Jahren und ich habe irgendwie gesehen, wir haben ein Problem. Und ich habe gesehen, dass diese Leute, die auch bei mir, mit mir auf der Welt sind, irgendwie noch alle lagen. Die waren noch nicht aufgewacht. Ich habe Angst, dass es, die Sachen liegen schon da. Wir brauchen nur die Feuerlöscher in die Hand zu nehmen. Die Sonne schickt uns jedes Jahr 10.000 Mal das, was wir als Weltbevölkerung an Energie verbrauchen. Und wir melken diese Sonnenkuh nicht. Was kann man tun, um die Sonnenkuh zu melken? Wie kriegen wir es endlich aus den Köpfen raus, dass wir fossile Junkies sind? Wir müssen da weg. Bitte, was geben Sie mir für eine Hoffnung, dass wir noch lauter werden können und lauter schreien können? Weil es ist alles da. Wir müssen die Sonnenkuh melken. Entschuldigung. Möchte jemand vom Podium dazu noch Stellung nehmen oder wollen wir das so stehen lassen als ein Weckruf an uns alle? Vielleicht lassen wir es so stehen. Weitere Wortmeldungen. Ich glaube, dort hinten nochmal in der vorletzten Reihe. Ich werde gerade sehr geblendet. Wäre es nicht sinnvoll, Verhütungsmittel zu verteilen, um das Bevölkerungswachstum in der Welt zu bremsen? Jill Keller vom Club of Rome International möchte dazu ganz kurz was sagen. Vielleicht darf ich ganz kurz zwei Dinge dazu sagen. Erstens, ja? Wohlstand für alle würde das Problem lösen. Und zweitens, und das ist ganz wichtig, selbst wenn es keine Bevölkerungsexplosion gäbe, wenn wir bei dem heutigen Level bleiben würden, würden wir den Planeten trotzdem gegen die Wand fahren. Ja? Herr Kellauf.
bald zum Ende kommen. Ich will nur kurz was dazu sagen, weil das eines der größten Missverständnisse in der Berichterstattung über Club of Rome ist und diese ganze Bewegung von Population dezimieren wirklich, glaube ich, eine komische Bewegung ist, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und wir sind, gerade weil es auch immer so ein leicht rassistische Einschläge hat mit die Afrikaner kriegen zu viele Kinder. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gut nachweisen können inzwischen, dass durch Sachen wie soziale Systeme, dass durch Sachen wie Bildung, gerade für Frauen, Geburtenraten sowieso sinken werden. Das heißt, all das ist wieder Co-Benefits, die Herr Latif vorhin angesprochen hat. Das heißt, wir müssen nicht aktiv uns darum kümmern, Verhütungsmittel zu beteiligen, auch wenn es irgendwie katholische Kirche in Afrika vielleicht sich zurückhalten könnte, was die Sachen angeht. Aber wir sollten auch nicht ein Narrativ bedienen, das das macht. Gute Politik und gute Wirtschaftspolitik wird automatisch dazu führen, dass Geburtenraten sich einpendeln. Und ich glaube, das als einziges Thema herauszugreifen, ergibt keinen Sinn. Ja, vielen Dank. Eine letzte Wortmeldung noch, weil wir mit Blick auf die Uhr hier bald Schluss machen sollen. Ja, vielen Dank für den schönen Abend. Ich war vor 10 Jahren bei dem Symposium 40 Jahre Grenzen des Wachstums und damals war die Erkenntnis, mit allen Anstrengungen folgt die Welt dem Business-as-usual-Szenario aus Grenzen des Wachstums. Und mein Eindruck ist, wir trauen uns nicht zu sagen, die Menschheit ist vielleicht, wahrscheinlich nicht in der Lage, einen sozialen Kollaps zu verhindern. Wir trauen uns nicht, weil wir befürchten, dass das eine vorauseilende Prophezeiung sein könnte. Wir trauen uns das nicht, weil wir Angst haben, dass wir Verzweiflung damit schüren. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Also vielleicht ist es vielleicht eher so, dass wir mit einer demütigen Sichtweise, die eine andere Handlung ermöglicht, eine andere Perspektive hätten. Unsere Zivilisation hat eine schwere Krankheit, vielleicht eine lebensgefährliche Krankheit. Es ist vielleicht wahrscheinlich, dass sie stirbt. Wir können sicherlich über Behandlungen nachdenken. Das ist gut und richtig. Gleichzeitig kann es aber auch hilfreich sein, über die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit eines Ablebens nachzudenken. Also wie Jem Bendel es mit seinem Deep Adaptation Arbeit gemacht hat. Also unsere Konsumkultur ist vielleicht sehr endlich. Das ist vielleicht nicht das Ende der Menschheit, aber das ist das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. So wie unser Leben. Unser Leben ist auch endlich. Und trotzdem, wir werden alle sterben. It won't be pretty. Und trotzdem macht es Sinn, über ein gutes Leben nachzudenken. Und genauso könnte es halt mit der Zivilisation sein. Sie ist endlich und trotzdem macht es Sinn, sich zu fragen, was ist uns so kostbar, dass wir es auf dem Weg erhalten wollen? Was ist uns vielleicht dann auf dem Weg so widerlich, dass wir es halt nicht mehr weitermachen wollen? Was wollen wir vielleicht reaktivieren, was es halt nicht mehr gibt? Und was ist vielleicht in einer Sicht auf eine gemeinsame Endlichkeit etwas, womit wir uns dann wieder versöhnen wollen? Also meine Frage ist, würde es nicht viel mehr Sinn machen, mehr über Kollaps zu reden? Das waren jetzt so viele Fragen, es war ja nicht nur eine, sondern so viele Fragen auf einmal, dass ich die eigentlich weitergeben würde an den Club of Rome. Wir haben ja erfahren, dass es einen neuen Bericht geben wird und über diese und viele andere Punkte, welche Zivilgesellschaft wollen wir haben, wie wird die aussehen, wie verständigen wir uns, all das erwarte ich, fließt damit ein. Ich höre ein Nicken und würde an der Stelle verzichten, jetzt diese vielen Fragen, die Sie gestellt haben, zu beantworten. Ich würde die uns eher mitgeben und vielleicht ist draußen im Plenum auch noch Gelegenheit, über das eine oder andere zu sprechen. Erstmal danke für den Impuls ganz am Schluss. Danke fürs Zuhören und Kommen heute Abend und auch vor allen Dingen nochmal danke an alle hier oben auf dem Podium. Einen schönen Abend.